Fex, oh Fex. Gebunden an Schicksal, während wir zu erkennen beginnen, warum wir ihm unterliegen. Und in diesem Moment der Erkenntnis haben wir die Wahl, unserem Schicksal zu folgen, mit ungewissem Ausgang. Oder unsere Freiheit zu fordern, mit allen Konsequenzen. Alles ist in einer Weise verbunden. Ohne Frage, es sind diese Momente, wo wir der Liebholden näher sein können, indem wir unseren Brüdern und Schwestern näher sind, mögen sie in ihrem Dienste stehen oder nicht. Von vielen wird Aranien wie ein Paradies auf der Erde betrachtet. Der reichhaltige Früchtekorb der schönen Göttin Aya. Kein Wunder also, dass es unsere Helden dorthin gezogen hat. Jeden aus seinen eigenen Gründen, jeder ein anderer Spielball des Schicksals, auf der Suche nach Erfahrungen, Ruhm, Gold oder der Erfüllung geheimer Wünsche. Ich bin zwar noch sehr jung und kenne noch nicht so viele Menschen, aber einen Gefallen kann ich euch immer tun, wenn er nötig ist. Das sind doch immer sehr wundervolle Nachrichten, wenn die Geschäfte gut laufen. Doch die von außen schönen Früchte, sie gären bereits faulig im Innern. Und Maden haben sich darin festgesetzt, die sich hungrig immer weiter festgraben. Tief in der Finsternis zieht Rayas dunkle Schwester längst an den Fäden. Unsere Helden zog es ins Paradies, doch nur allzu bald würden sie feststellen, in welche dunkle Grube sie dabei waren, hinabzugleiten. Ich hatte eben Angst, und da bin ich lieber vorbereitet als tot. Aber ob ihr es glaubt oder nicht, ich war fast die ganze Nacht wach, aber im Morgengrauen ist irgendetwas passiert, was bei Angrosch spart ist. Das sieht aus wie ich, oder? Alles ist in einer Weise verbunden, die wir nicht verstehen. Ein Quantum entfernt vom Glück und doch unendlich fern. Nicht Trotz, noch reiner Wille, noch die Forderung nach Gerechtigkeit. Nichts wird uns verschaffen, was wir uns wünschen, uns ersehnen. Wähnen wir nicht jenen göttlichen Funken auf unserer Seite. Wie begann der Lauf der Geschichte? Das glaubt ihr mir jetzt nicht? Die Namen der Helden, ihr wollt wissen. Die sollt ihr auf keinen Fall missen. Es waren 4 Recken. Ich werde nichts ändern. Aus Aranien und weiten fernen Ländern. Elisha, eine Schönheit nicht nur in der Nacht. Bat pflichtbewusst um Begleiter für eine Wacht. Rajit vereinte die Leidenschaft mit Wein und war ein Begleiter sehr wohlfein. Thorgrim, ein kecker Recke und Schmied. Nach Elberum in ein Sack voller Rädchen trieb. Woher ich das alles weiß? Euch ihr sicherlich fragt. Nun, eure Feodora schloss auch diesen Pakt. Willkommen in Aranien, mein Freund. Wo der Oraniensaft süß und der Wein schwarz ist. Werdet hier Zeuge des Anfangs und des Endes unserer Helden. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde DSA 5. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir spielen DSA 5 und zwar im Dornenreich, beziehungsweise ganz, ganz genau gesagt in Aranien. In unserem Overlay steht schon Schleiertanz, darauf läuft's hinaus. Aber wir sind noch in einem Vorabenteuer, nämlich bei Hochzeit wider Willen. Im zweiten Spiel heute. Genau. Ja, es sind auch schon alle direkt eingeblendet. Dann stelle ich mal die Mitspieler noch einmal vor, für die, die vielleicht einfach so mitten auf YouTube dazuschalten und gar nicht wissen, worum es geht.
Mit dabei bei dem heutigen Spiel ist Isa als Elisha. Schönen guten Abend. Atta als Rajit. Rajat zum Gruße. Und wie ihr seht, heute der zweite, der mit der Gewandung dazugekommen ist. Wir werden immer mehr. Meine steht noch aus und Isas steht noch aus, aber die gibt es dann nach unserem Urlaub ab April irgendwann mal. Außerdem mit dabei Basti als Thorgrim, der sich ganz zwergen- und heldenhaft gerade um unsere Tochter kümmert. Die kommt mit der Zeitumstellung nicht so klar. Und natürlich ist mit dabei Marcel als Meister. Grüß euch. Da hört ihr ihn auch schon. Noch klingt er nett. Noch klingt er nett. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist der Basti auch da, aber er spielt ja an Zwergen. Wir sehen ihn bloß nicht. Ach ja, ja. Wir müssen die Kamera tiefer stellen oder so. Tiefer stellen, ja. Genau. Hat er schon ein Höckerchen? Ja, wir arbeiten dran. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt und dabei seid. Gibt es irgendwas Besonderes? Nein, alles gut. Wir haben letzte Woche ganz spontan gestartet und heute scheinbar auch, weil, wie gesagt, die Technik will heute nicht so, wie ich eigentlich will. Ist halt so. Von daher. Gibt es noch irgendwas Wichtiges? Nein. Eigentlich übergebe ich dann einfach mal an Atta für die Zusammenfassung vom letzten Mal. Ja, und an der Stelle will ich mich gleich mal vorab entschuldigen. Ich werde heute öfter husten und wahrscheinlich auch viel Bonbons lutschen. Das ist dem Husten geschuldet. Wir haben begonnen damit, dass Thorgrim, Sohn des, den zweiten Namen habe ich mir nicht aufgeschrieben, einen Mechanikus namens Abubrecht in Zorgan aufgesucht hat, um sich bei ihm zu erkundigen, ob er jemanden kennt, der ihm vielleicht jemanden vermitteln kann, der Arcanium bearbeiten kann, weil das seine große Mission ist, für sein Volk jemanden zu finden, der dieses magische Metall verarbeiten kann. Abubrecht hat ihm daraufhin aufgetragen, für ihn 20 bis 30 Stein Zahnräder nach El Burum zu transportieren, um die beschichten zu lassen. Im Dialog wurden sehr oft die Worte Automaten und Schmieden fallen gelassen. Da gibt es durchaus Meinungsverschiedenheiten, was die höchste Kunst ist. Auf jeden Fall brach Thorgrim damit auf und will in El Burum Haruman an seinem Laden direkt am Marktplatz aufsuchen. Der hat sich daraufhin ins Rote Kamel aufgemacht, wo bereits Feodora und Rajit saßen, die sich ausgetauscht haben, unterhalten haben, wo bis kurz darauf Elisha zu ihnen gestoßen ist und sie gefragt, ob sie sie nach El Burum begleiten würden, ein Ziel, das zumindest Rajit bereits vorher hatte, weswegen die beiden noch gerne eingewilligt haben, denn Elisha soll Muhalla, den Sohn von Feruja As-Saryabaran, nach El Burum zu seiner Hochzeit begleiten. Der junge Mann ist wohl nicht so begeistert von dieser Idee. Kurz darauf hat sich Thorgrim noch einen, den man auch noch angeheuert hat, als Wache, und weil er eh auf dem Weg dahin war, nimmt er das Gold dafür gerne mit. Man hat daraufhin die edle Dame aufgesucht, sich mit ihr verständigt über die Konditionen und sich für den nächsten Tag zum Aufbruch verabredet. Feruja selbst wird die Gruppe nicht begleiten. Stattdessen reist für sie Beremorsch, Sohn des Birasch, ein Brillanzwerg und Haushofmeister des Hauses, als Karawanenführer mit. Am selben Abend noch hat eine junge Frau namens Asha die Gruppe angesprochen und sie um gebeten, ihren Verlobten Sharim zu suchen, der wohl vor einigen Jahren seinen Bruder Rasha und seinen Neffen Murat in Oran gesucht hat und daraufhin in El Burma als Sklave gehalten wurde, das Mogulat aber überlebt haben muss und vor ca. 2 Monaten einen Brief geschrieben hat. Allerdings ist seitdem noch nichts von ihm zu hören oder gesehen zu gewesen, und jetzt macht sie sich natürlich Sorgen und hat unsere HeldInnen dazu gebeten, sich nach ihm zu erkundigen oder umzusehen. Der Aufbruch am nächsten Morgen verlief weitestgehend ohne Komplikationen. Allerdings versuchte Muhalla direkt im ersten Ort die Flucht zu ergreifen, wurde jedoch von Feodor aufgehalten. Und nachts kehrte man im Gasthaus Trompetenklang ein, wo wir uns auch jetzt noch befinden, und wo die Gruppe darüber verhandelt hat, wie und ob man überhaupt, zumindest in Rajits Fall, Muhalla davon abhalten sollte, abzuhauen.
Beziehungsweise man hat sich entschieden, dass man Rajid nicht da einbezieht, weil er schon klar gemacht hat, dass er ihn wahrscheinlich nicht aufhalten würde. In jedem Fall hat Thorgrim wenig erfolgreich versucht, die Fenster zu vernageln, sodass er dort nicht ausbrechen kann. Und es ist klar, dass Schneeball des Nachts draußen patrouillieren soll, um den guten Mohalla abzuhalten, das weiterzusuchen, weil er da eben schon Andeutungen gemacht. Und ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wesentliches vergessen. Glaub, war alles dabei. Super, vielen, vielen Dank. Und da sind wir jetzt gerade. Wir sind im Gasthaus Trompetenklang mit diesem schönen aranischen Namen. Und dort sind jetzt die Charaktere, glaube ich, mehr oder weniger noch im Schankraum. Oder falls jemand schon zu Bett gegangen ist, kann er mir das auch gerne sagen. Das ist auch kein Problem. Mohalla selbst ist auf seinem Zimmer schon eine ganze Weile. Lässt sich, wenn überhaupt, dann noch teilweise ein bisschen was aufs Zimmer bringen, Süßspeisen oder einen guten Nachttrunk. Aber der verbringt jetzt mit euch den Abend nicht mehr in dem Schankraum. Wer von euch ist denn noch im Schankraum und wer ist auf seinem Zimmer? Feodora ist auf jeden Fall noch im Schankraum. Mhm. Schaut sich auf jeden Fall ein bisschen um. Ob wie viel los ist? Also es ist hier in der Tat nicht so sehr viel los, weil das ist halt sehr abhängig davon, wer gerade durchreist. Das ist jetzt nicht in der Stadt oder so, sondern es ist wirklich hier am Wegesrand an dieser Hauptstraße und wird halt oft von durchfahrenden Händlern oder Karawanen angesteuert. Die Gegend drumherum ist relativ einsam und du schätzt auch die meisten, die jetzt hier wahrscheinlich durchreisen, tun das so schnell wie möglich und werden jetzt nicht unbedingt übernachten, wenn sie nicht müssen. Mhm. Also sie setzt sich auf jeden Fall in den Schankraum und genau, beobachtet erstmal noch kurz die Szenerie, was so los ist, wie viel los ist und also du siehst so eine Handvoll Leute, die da sind. Es scheint sich, nach dem, was du so mit einem Ohr mithörst, scheint es sich um Händler hauptsächlich zu handeln, die entweder halt von Zorgan nach Elberum reisen oder andersrum, von Elberum nach Zorgan. Aber du merkst schon, so wie die sich unterhalten, dass da auf der Strecke jetzt auch nicht mehr ganz so viel los sei wie früher und dass vor dem ganzen Krieg und bevor das mit Oronien war, da war das besser als heute in den guten alten Zeiten. Jetzt danach, es ist halt immer noch so eine unsichere und instabile Zeit. Man reist nicht unbedingt gerne immer nach Elberum, weil man immer noch fürchtet, da gibt es vielleicht noch unterschwerig irgendwelche Gärungen von diesem Oronischen Reich, die man nicht völlig ausgetilgt hat. Und ja, es ist so, also wenn man die Wahl hat und den Gewinn auch woanders einfahren kann, dann zurzeit ist es schon noch so, dass man sich sagt, können wir nicht vielleicht nach Palmyramis reisen, so eher in den Westen, wo sie hauptsächlich Edelsteine abbauen, oder können wir nicht jetzt irgendwie in den Süden reisen oder gen Fasar gleich, lohnt sich das nicht mehr. Gut, ist noch jemand mit mir mit im Schankraum? Elisha, Thorgrim oder? Nee, Elisha ist schon. Ich meine, wir hatten gesagt, dass ich wollte mich, glaube ich, mit baumelnden Beinen auf diesen Tisch im Flur setzen, vermag ich mich zu erinnern. Also praktisch so, dass du beobachten kannst, wer Mohallas Zimmer jetzt, sag ich mal, verlassen könnte. Ja, genau. Ich meine, also wir hatten über die Wachen gesprochen, wer welche Wache macht, ne? Und ich weiß nicht mehr, welche ich hatte, aber ich meine, zumindest kann ich mich daran erinnern, dass ich es gesagt habe. Ja. Weiß noch jemand die Reihenfolge, was wir gesagt hatten? Also sei leichter im Bett ist, dann jetzt hieß nichts. Kann es ja nur ich gewesen sein. Wir hatten gleich, glaube ich, gesagt, dass unser lieber Geweihter vielleicht keine Wache halten sollte, meine ich jedenfalls. Ganz genau, ja. Also im Moment gehe ich mal davon aus, die Elisha ist schon auf ihrem in ihrem Zimmer, oder? Genau. Genau. Ja. Ich denke mal, dass dementsprechend vielleicht die Feodora und der Rajid noch im Schankraum sind. Rajid wollte zu Mohalla. Genau, der wollte zu Mohalla, das kann er zum Beispiel gleich machen. Und Thorgrim würde aber zurzeit schon im Flur sitzen und auch schon ein bisschen Auge auf die Tür haben, sodass die nicht unbeobachtet ist bislang. Also was ich erzählt habe, kannst du auch beobachten. Also ab und zu kommt eine Dienerin halt auch, die
aus diesem Tross stammt, also mit dem ihr angereist seid, auch von dem Bäremosch und den Sklaven und Dienern, die da mitreisen, und bringt ihm immer mal wieder so ein Tablett mit Süßigkeiten oder einen Tee oder ja, was er halt gerne gerade möchte, der feine Herr. Das findet auf jeden Fall statt, das siehst du. Mhm. So, und dann dürft ihr beginnen mit dem, was ihr tun. Julie, möchtest du anfangen? Ja, ich will mich zu Mohalla bewegen, aber ich muss das jetzt noch nicht als erstes machen. Dann mach das, Theodora. Schon ganz torgrimisiert. Theodora setzt sich tatsächlich erstmal einfach an einen Tisch. Nicht ganz weit weg von den anderen. Guckt, hört, beobachtet ein bisschen erstmal, wie das so ihre Art ist, ohne sich groß einzumischen. Und winkt sich einmal den Wirt zu und bestellt sich. Na, dann nehmen wir einen Wein. Wein, junge Dame, was darf es denn für eine sein, aus welcher Region? Oh, was könnt ihr denn hier empfehlen? Also relativ günstig wäre gerade der aus Elberum, da haben wir gerade eine größere Fuhre bekommen von einem Händler, der hier durchgereist ist. Wir haben aber auch ein paar etwas exklusivere Tropfen jetzt, die in dieser Gegend nicht so typisch sind. Also wir haben jetzt, ja, gerade aus Palmyrabad haben wir einen. Also der ist ziemlich süßlich. Von den Hängen des Raschthulswalds. Da wir ja ohnehin gerade Richtung Elberum reisen, gib mir mal einen kleinen Schluck von dem Von dem Elberum. Ich bringe euch ein. Und er eilt davon. Wenig später kehrt er dann mit einem Tablett zurück, wo Weingläser drauf sind, und er bringt dir einen Tropfen, der für deinen Geschmack etwas säuerlich schmeckt. Okay. Aber vielleicht magst du das ja. Ich glaube, ohnehin nicht so der Wein-Fan, aber naja, man trinkt in der Gegend Wein, also muss man auch den Wein probieren. Nehme ihn erstmal dankend, und da niemand hier mit mir sitzt, und Thorgrim oben. Aber Rajit ist noch da. Rajit ist noch da. Noch, oder? Oder bist du schon aufgebrochen? Wie gesagt, ich wollte zu Mohalla gehen. Also er ist gerade aufgebrochen. Also er ist ohnehin nicht hier unten. Dann er ist auf dem Weg zum Schankraum, zu Mohallas Raum. Ja, dann setzt sich Theodora vorerst in eine Ecke und zieht so ein bisschen ihren Hut so leicht ins Gesicht und beobachtet das Ganze so unterm Hut und nippt ein bisschen am Wein. Und dann würden wir mal kurz zu Rajit wechseln. Beziehungsweise Thorgrim sieht, wie eine Gestalt jetzt auf Mohallas Zimmer zuläuft, die ja etwas größer ist. Oder wie groß bist du eigentlich, Rajit? Ist das? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich bin mittelgroß. Ja, irgendwo in den 1,80ern. Wobei ich an ihm vorbeigehen muss, weil die Tür vom Schankraum in den Flur ist ja recht weit links. Also es kommt jetzt jemand, der keine von den Dienerinnen ist, das kannst du in der Statur sehen. Also ist größer. Rajit ist knapp über 1,8. Ja. Ich rufe nur, ich sage, also ich höre ja die Schritte, nehme ich mal an, dann. Also ja. Weil dunkel ist es ja. Aber ich habe auch Dunkelsicht, würde ich mal sagen. Ja, du kannst relativ gut sehen. Ja, dann weiß ich ja, wer es ist. Dann ignoriere ich das einfach. Okay, also langlaufen. Du kannst direkt laufen. Sehe ich, in welche Tür er geht? Du siehst, dass ich vor... Also, ich ab einem bestimmten Punkt kann ich ja nur noch zum Mohalla gehen. Stimmt, da ist sowieso keine Tür. Dann rufe ich dir nur leise hinterher. Setz ihm keine Flausen in den Kopf. Aber nicht, dass ich ihm noch einen Flausen in den Kopf setzen könnte, den er nicht bereits hat. Dann entzünde das Feuer nicht noch weiter, wie auch immer. Ich lächle nur und dann klopfe ich höflich bei Mohalla. Herein! Was ist der offizielle Titel seiner Mutter? Und damit auch von ihm? Da müsste ich selber mal gucken. Ist es schon Baron oder ist es eher Richtung Edler? Ja, bei ihm schon, ja. Baron ist passend. Ah ja, hochgeboren. Darf ich eintreten? Ich würde gerne ein wenig mit euch sprechen. Ja, sicher. Tretet ein, wer auch immer ihr seid.
Ja, dann trete ich ein, schließe die Tür vor sich hinter mir und gehe auch sicher, dass sie auf jeden Fall zu ist. Würde mich jetzt mal in seinem Raum umschauen. Sitzt der irgendwo oder liegt der auf dem Bett? Oder? Er steht und mustert dich. Ich. Ist alles in Ordnung mit euch? Ja, alles in Ordnung. Ich würde gerne ein wenig mit euch sprechen, wenn es genehm ist und ihr dazu bereit seid. Ja, natürlich. Wenn es nicht so lange dauert. Nein, ich denke nicht. Das kommt wahrscheinlich mehr auf euch an. Wollen wir uns vielleicht irgendwo niederlassen? Ja, natürlich. Er weist mit der Hand so auf so einen weichen Sessel in der Ecke. Nimmt selber auch in einem Platz. Wie weit entfernt sitzt er von mir dabei? Oh, nicht so weit. Meter also, deshalb. Okay, aber ihn schon nicht mehr in der Reichweite, wo ich ihn anfassen kann, quasi. Wenn du dich vorbeugen würdest, weil, ja, dann vielleicht eine Knie oder so, ja. Nee, aber dann, ich ziehe die Beine so ein bisschen unter den Körper. Eure Mutter hat ja ihre Sicht der Dinge sehr klar gemacht, aber ich wollte euch einmal direkt fragen, warum ihr euch so überhaupt nicht vorstellen könnt, diese Hochzeit einzugehen. Ich möchte euch nicht darin hineinreden, ich möchte euch nur verstehen. Wisst ihr, ich liebe sie ja nicht und vielleicht liebt sie ja auch jemand anderen, sie kennt mich ja gar nicht. Habt ihr sie schon einmal gesehen oder getroffen oder seid ihr euch vollkommen unbekannt? Wir sind uns vollkommen unbekannt, denke ich. Ich verstehe, dass euch eine solche Hochzeit vollkommen widerstrebt und ich bin sicherlich der Letzte, der euch jetzt einen Vortrag über Verantwortung oder Pflichten halten möchte, aber was gewinnt ihr, wenn ihr flüchtet? Ihr seid der Sohn eurer Mutter und wenn sie euch verfolgen lässt, könnt ihr nicht auf ihre Ressourcen zugreifen und werdet euch durchschlagen müssen. Ihr werdet nicht mehr leben können, wie ihr es hier tut. Ihr seid mittellos und könnt nicht einmal euren Namen verwenden, denn eure Mutter wird wahrscheinlich so einflussreich sein, dass sie euch von überall innerhalb des aranischen Majerats nach Hause zurückbeordern kann. Haben wir. Ich werde frei leben wie die Wildpferde. Das wird mir nichts ausmachen. Habt ihr schon einmal bei einem Sturm draußen genächtigt? Im strömenden Regen. Seid ihr im strömenden Regen gewandert? Seid ihr schon einmal 2 oder 3 Tage nicht in einem Gasthaus gewesen, sodass ihr euch nur in der Wildnis niederlegen könnt, ohne ein Zelt, sondern nur mit einer Decke, ungeachtet der Widrigkeiten und der Umstände? Natürlich nicht. Ich verstehe den Drang nach Freiheit, aber ich weiß nicht, ob ihr euch wirklich bewusst seid, was ihr da in Kauf nehmt, wenn ihr wirklich flüchtet. Einfach so hier aus dem Haus. Oder von der Karawane weg. Ihr habt nicht mehr als eure Kleidung am Leib. Ihr habt vielleicht ein paar Schmuckstücke. Manchmal muss man einfach seinem Herzen folgen. Aber jetzt, ich bin müde. Ihr müsst gehen. Mach mal eine Menschenkenntnisprobe. Sehr gerne. Kraschid gerade geschlossen. QS2. Okay, also mit QS2 kommt dir irgendetwas komisch vor, Al-Muhalla. Dein Tonfall ist anders als sonst, wenn du dich mal kürzer mit ihm unterhalten hast. Auch seine Wortwahl ist anders und er wirkt auf dich auf seltsame Weise unsicher. Das bist du bei ihm eigentlich nicht gewöhnt. Oder auch, dass er sich kurz danach selber widerspricht. Kommt dir alles sehr, sehr seltsam vor. Ich werde mich euch nicht aufzwingen, ehrenwerter Muhalla. Doch, wenn euch etwas auf dem Herzen liegt oder äußere Umstände Einfluss auf euch nehmen, so kann ich euch versichern, dass jedes Wort, das zwischen uns gesprochen wird, nur zwischen uns bleiben wird. Und ich als ein Diener der Zwölfe und der stets heiteren Herren Raja meinen Lebenszweck darin sehe, Menschen zu helfen und sie dabei zu unterstützen,
Glück und Ekstase zu finden. Ich danke euch. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ihr könnt ja ein gutes Wort bei eurer Göttin auch für mich einlegen. Ich lese euch gerne meine Gebete ein, aber bitte verzeiht mir, wenn ich hier euch möglicherweise nahe trete. Ihr wirkt aber, als würde euch etwas auf dem Herzen liegen oder möglicherweise jemand in irgendeiner Form Druck auf euch ausüben oder etwas derartiges. Nein, alles in Ordnung, nur die Hochzeit belastet mich, der Gedanke daran. Mit dieser Frau. Aber ich komme auf euch zu, wenn irgendwas nicht in Ordnung sein sollte. Ich danke euch für euer offenes Ohr. Zögere noch einen Moment, dann stehe ich auf, nimm vorsichtig und sanft seine Hand zwischen meine Hände, blicke ihm nochmal in, also versuche seinen Blick einzufangen. Dann werde ich euch nicht länger behelligen. Nur wisset, dass ihr bei mir stets ein offenes Ohr findet und für mich euer Glück an erster Stelle steht, ungeachtet von dem Preis, den eure Mutter für euren Weg ausgesprochen hat. Nur kann ich nicht für meine Gefährtin sprechen. Ihre Wahl ist ihre Wahl, nicht meine. Das verstehe ich natürlich, das verstehe ich. Vielleicht endet ja alles gut. Ja. Ich streiche noch einmal kurz seine Handrücken, dann lasse ich seine Hand los und dann verlasse ich langsam nachher das Zimmer, werfe aber der Zimmertür quasi nochmal einen Blick zurück und versuche nochmal einen Eindruck von ihm zu gewinnen, jetzt wo er vielleicht denkt, dass ich ihn nicht mehr weiter beachte. Kommt dir schon, aber die Art, wie er schaut, kommt dir ein bisschen anders vor. Ich weiß nicht, hattest du ihn vorher schon mal berührt gehabt an der Hand? Oder also ich grundsätzlich würde Rashid, wenn er vorher schon mit ihm gesprochen hat, auf jeden Fall auch eine körperliche Ebene im Gespräch gehabt haben. Also du bist ja ein sehr sensitiver Mensch als Reihergeweihter. Insofern würde ich mal sagen, auch die Berührung kam dir seltsam vor, anders. Du kannst aber nicht genau sagen, warum, aber irgendwas ist anders. Aber ich kann ausschließen, dass er zum Beispiel Rauschkraut zu sich genommen hat oder andere waltige das Mittel. Das hast du wahrscheinlich gerochen oder anders waren. Ja, aber es gibt ja auch Sachen, die man einfach Nee, nicht trinkt. Auf diese Art anders. Nee, das ist okay. Mehr irgendwie. Also entweder nimmt er etwas direkt oder direkt oder indirekt Einfluss auf ihn. Also er kommt dir wie ausgewechselt vor. Auf eine Art, also. Ja, intuitiv war man gegangen sofort, okay, gibt es vielleicht, hat ihn vielleicht jemand ausgetauscht, aber das ist, glaube ich, nicht Rashids erster Gedanke. Er mustert ihn dann noch einmal in der Tür und dann schließe ich die Tür und bleibe noch kurz im Flur vor seiner Tür stehen, nachdenklich. So mit einer Hand noch an der Klinke, nachdem ich sie geschlossen habe. Und dann würden wir kurz darauf weitermachen bei unserem guten Elisha. Kurze Anmerkung, ich möchte mir, während er da drin ist, gerne ein Bier holen und... Okay, du gehst ja im Schankraum ein Bier holen. Ja, das dauert jetzt also ist kurz, ein paar Minuten. Okay. Ne? Ich weiß ja nicht, wie lange er braucht. Ich hole mir erstmal eins und wenn er wiederkommt, möchte ich gerne einfach zurückgehen. Okay. Also gerade als du den Raum praktisch wieder verlässt, kommt dir Thorgrim entgegen mit einem frisch gezapften Bier. Und jetzt würden wir bei Elisha weitermachen und es ist ungefähr 5 bis 10 Minuten nach dem Gespräch, das jetzt gerade stattgefunden hat und da kratzt etwas an deinem Fenster. Schneeball! Ja, ich habe das Fenster einen Spalt offen gelassen, damit das arme Tier auch reinkommt. Okay, es huscht rein. Und es schaut dich mit großen Augen an. Sag mir nicht, dass er schon versucht hat abzuhauen. Und er hebt das Pfötchen mir entgegen. Gib ihm die Hand. Du siehst ein ziemlich dilettantisch vernageltes Fenster, das angehoben wird. Und hinaus steigt eine Dienerin. Aldina. Okay. Und die läuft dann langsam Richtung Dalore. Geht klar. Dann würde ich nun aufstehen und rübergehen und schauen.
ihn zur Rede stellen. Wen ihn? Ja, den so. Warum denn eine Dienerin aus seinem Fenster steigt? Okay, also im Prinzip, Thorgrim sieht dann, wie Elisha jetzt praktisch aus dem Zimmer kommt und Richtung Mohalle läuft. Die gute Mohalle hat anscheinend heute viel Besuch. Aber da ist keine Tür, ne? Sie kommt doch aus dem Schankraum, oder nicht? Weil eine Tür ist da nicht. Nee, aus dem Schlafzimmer. Ach so, nee, ah ja, klar. Genau. Also, kommt praktisch, du guckst geradewegs. Ah nee, warte mal, nee. Wenn ich jetzt die Karte so angucke, ist deine Tür direkt in den Schankraum. Nee, dann müsstest du hinter dem Token reinkommen, ja? Okay. Und aber, ja. Aber Rajit ist schon wieder im Schankraum, ja? Genau, ihr läuft euch dann okay, da ist über das den verwirrend. Weg praktisch. Das ist verwirrend. Ja, ja. Ich hätte dir noch mit auf den Weg gegeben, dass etwas ist mit Mohalla anders. Ich bin mir nicht sicher, ob es äußerlich oder innerlich ist, aber habt ein Auge auf seine Tür, nicht nur wegen seiner Flucht, sondern auch zu seinem Schutz. Und auch ein Ohr am besten. In Ordnung. Und dann würde ich an ihm vorbei gehen. Und das heißt, Elisha kommt jetzt zur Tür, nehme ich an. Ja, du bist bei der Tür. Dann klopfe ich und öffne sie darauf. Okay, du blickst in einen Raum, in dem sich keiner befindet. Niemand! Oder jemand hat sie sehr gut verborgen, aber du siehst niemanden. Dann. Aber das Fenster ist halb geöffnet. Dann hinter. Also dann gehe ich aus dem Fenster raus, da lang, wo ich denke, dass die Bedienstete lang ist. Also du siehst eine Bedienstete in Richtung Stallungen gerade noch, also da die Stallungen betreten. Ja, da gehe ich hinterher. Alleine? Ja. Wobei ich rufe kurz Thorgrim. Heißt der Thorgrim? Ja, der heißt Thorgrim. Thorgrim, komm, du Mohalla ist nicht mehr da. Was? Und ich donner meinen Krug auf den Tisch, damit es so spritzt. Ich schicke Schneeball schon mal voraus, dass der sozusagen die Fährte aufnimmt. Ja, ich bin natürlich nicht so schnell wie alle anderen. Ich kann immer nur so ganz kleines Stück. Laufe ganz also gut. Schneeball ist wahrscheinlich der schnellste und huscht. Putscht der Stallungen und bleibt dann so vor der Tür aber stehen, weil die wieder geschlossen wurde. Er kommt nicht an die Klinke. Dann öffne ich die dann natürlich für dich. Okay, und also du blickst nach, läufst hinterher, ne? Und du blickst nach drinnen und siehst da einen Mann stehen, der gerade sein Pferd bereit macht. Dann würde ich das aufhalten. Wer ist denn da? Hallo? Achso, das ist nicht unser. Wieso halten Sie mich auf? Ich dachte, das ist unser Mann. Welcher Mann? Haben Sie denn einen jungen Mann gesehen oder eine junge Frau? Nein. Ist hier noch jemand außer Sie? Nein. Aber jetzt muss ich wirklich los. Und er macht so sein Pferd, weil er sattelt sein Pferd weiter. Ja gut, ich lasse ihn machen und dann schaue ich mich weiter um. Okay, also sattelt sein Pferd und will dann aufsteigen. Kann ich, und du bist aus dem Fenster, ne? Kann ich das auch? Ja. Ja, das ist der Erdgeschoss. Ja, nur, also du kommst jetzt auch zu dieser Szene dazu, als er gerade so auf sein Pferd aufsteigt. Aber ich kann nicht mir den, ich würde mir den nochmal angucken. Kannst du, der ist noch nicht rausgeritten. Achso, ist ja. Er noch in den Stallungen? Ich stelle mich in die Groß, ist es so ein Scheunentor oder so wahrscheinlich, ne? Ja, ich stelle mich da erstmal hin, so mit so angewinkelten Ellenbogen. Wo ist der denn hin? Weiß auch nicht. Er war doch gerade noch da. Ich muss jetzt wirklich los. Einen Moment mal. Was ist los? Wer seid ihr? Frage ich ihn. Mein Name ist Steikan. Und habt ihr gerade einen jungen Mann, und ich beschreibe Mohalla, wie er aussieht, gesehen?
Habe ich noch nie gesehen, so einen Mann. Kannst du meine Menschenkenntnisprobe machen? Ja. Oder bin ich ja besonders gut? Zwerg ist quasi. Du bist ja auch kein Mensch. Fremdartige Wesen. Zwergenkenntnis. Oh, epic. Da brauche ich gar nicht neu rollen, aber ich kann es natürlich versuchen, aber es wäre natürlich ein Glückswurf. Also für dich sind diese Menschen alle gleich aus und ihre Mimik unterscheidet sich sowieso nicht. Keine Ahnung, du kannst es nicht einschätzen. Also ich müsste da wirklich los jetzt, also es ist schon spät und ich muss noch jemand abholen. Möchten Sie nicht noch etwas auf unsere Kappe mit uns trinken? Ein andermal vielleicht. Es ist schon spät, ziemlich spät. Wollt ihr um diese Zeit überhaupt hin, so spät? Gefährlich da draußen. Ist sicher jetzt gefährlich. Ja, ich muss meinem Vater entgegenreiten. Der wollte hierher kommen, aber er scheint sich zu verspäten und ich wollte schauen, ob alles in Ordnung ist. Scheint mir aber reichlich komisch. Wo ihr doch sagte, dass es so spät ist. Reist doch lieber morgen mit uns zusammen. Und ihr habt wirklich keine junge Frau und keinen jungen Mann gesehen? Sie sind hier in diese Richtung gekommen. Ich habe hier nichts mit jungen Frauen oder Männern. Aber wie ich schon sagte, ich muss jetzt meiner Großmutter entgegenreiten, weil dass sie hier heil ankommt, ist eh schon viel zu spät. Ihr steckt doch mit ihm unter einer Decke. Darf ich mal auf Magiekunde würfeln? Du darfst natürlich auch Menschenkenntnis würfeln. Das auch. Ja, kann ich auch auf Magiekunde würfeln? Ah ja, kannst du auch würfeln. Aber Magiekunde heißt ja nur Magietheoretik in dem Sinne, ne? Ich weiß nicht. Ich habe also halt die Magiekunde ist, und nicht ist ein... eher das Wissen. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Aura untersuchen wolltest, bräuchtest du eher einen Zauber dafür. Also so ein Ja, ich habe keinen spezifischen Zauber dafür. Okay. Entschuldigung. Oder habe ich einen? Nein, der Stefan. Aber Menschenkenntnis könntest du auf jeden Fall machen. Ja, aber Magiekunde kann ja zum Beispiel auch helfen, zu sagen, ob es da einen Zauber gibt, der so wirken könnte. Genau, ob irgendwas möglich wäre, mit Magie zu tun. Mhm. Okay, dann mache ich auch mal Magiekunde. Kannst mal beides machen. Ja, Menschenkenntnis liegt ja schon. Das eine habe ich geschafft, das andere nicht. Ah, okay. Menschenkenntnis 3 QS, sehr gut. Also der Typ lügt, also, da bist du dir ganz sicher. Der verheimlicht euch was und widerspricht sich selbst. Irgendwas ist da ganz faul an der Geschichte. Kannst du ihn bitte fester aufhalten? Mhm. Geht und, das? Und mit 3 QS fällt dir sogar auf, wie der sich bewegt. So hat sich vorher auch irgendwie diese Frau bewegt, also diese Dienstmädchen, was du da gesehen hast. Ja, ich also bitte Art, aber so. Den Zwerg ihn aufzuhalten, festzuhalten, also, alle zu fragen. Also, wenn du mich da schon zu aufforderst, dann würde ich durch die Stalltür treten und die hinter mir erstmal zumachen. Einfach erstmal da stehen. Das klingt ja, gut. Ich kann da nicht raus, also sie müssen schon ein bisschen auf die Seite gehen. Ja, das war schon Absicht. Ja, nein. Ich verstehe nicht. Sie bleiben schön hier. Aber. Ja, hier stimmt doch was nicht. Ich muss noch meinen Sohn abholen, der kommt bald entgegenritten. Ja, das ist doch wunderbar. Also, Sie wollen Ihren Sohn, Ihre Oma und Ihren Vater abholen, natürlich. Ach so, die reisen alle zusammen, ja. Natürlich. Mhm. Ja, in einer dann sind Sie ja in Sicherheit und Ihnen kann nichts passieren. Da müssen Sie sich keine Sorgen machen. Soll jetzt meine Oma auf meinen Vater aufpassen, oder? Ja, sie kriegt das. Was ist denn jetzt los, Elisha? Warum sollte ich die Tür zumachen? Das ist mal eine gute Frage hier, junge Frau. Ich weiß nicht genau, was hier los ist, aber ich glaube, wir werden hier ganz schön veräppelt. Würde sie nie veräppeln? Dazu habe ich ja gar keinen Grund, ich kenne sie gar nicht. Er wirkt doch ganz aufrichtig, richtig. Eben, und ich kann meinen Neffen jetzt da nicht so lange allein durch die Nacht reiten lassen. Nein. Ich glaube... Das ist unser Geflüchteter. Was? Der sieht doch ganz anders aus. Ja. Ich geh mal ein bisschen näher ran. Ja, der sieht dann. Du siehst ja im Dunkeln ganz gut. Achso, wir brauchen ja gar nicht. Nee, der sieht ja anders aus. Der hat so ein Spitzbärtchen, aber ein bisschen verspielter. Sieht ein bisschen älter aus. Wo der Mohalla jetzt so um die 20 ist. Ich kann dir jetzt auch nicht genau sagen, wie er es macht. Aber ich weiß, dass er es macht. Sitzt der schon auf seinem Pferd? Der sitzt auf seinem Pferd, aber er kann natürlich nicht großartig sich bewegen. Also er hat keine Manövriermöglichkeiten. Ja, dann mal runter von dem.
Ich muss aber jetzt los. Also, wie stellen Sie sich das vor? Ja, ja, einfach Kraft, runtersteigen. Kraftakt, Sie müssen ja auch irgendwie Kraftakt da hochgekommen. Probe. Ich? Ja, das ist wenigstens etwas. Das... Runter! Kurs 3. Ja, das war vielleicht sogar wuchtiger als geplant. Auf jeden Fall hilfst du ihm von seinem Pferd. Ich springe wahrscheinlich so hoch und halte mich irgendwo fest. An seinem Ball. Ah, lieber nicht. Also es geht jetzt wirklich nirgendwo mehr hin für dich, außer in dein Bett. Also ich was wollen Sie von mir? Ich habe kein Geld. Ja, sie hat gesagt, Sie sind hier dieser Bursche. Ich bin doch kein Bursche, aus dem Alter bin ich raus. Ich bin zwar, also er wird um die 30 sein, aber ein Bursche ist er nicht. Naja, du verhältst dich aber wie ein Bursche. Wie verhalten sich denn Burschen? Kindisch? Also, ja, was soll ist ich jetzt sagen? Ist das ein Talisman? Bist du selbstmagig? Was genau ist das? Oh ja, du könntest mir nochmal eine Magiekundeprobe sogar machen. Der hat so einen Spitzbart, ne? Ja, das ist ein Spitzbart. Greif mal so beherzt zu. Zieh dann mein Bart! Und du merkst schon, der ist ihm wohl viel wert. Der ist auch gut gepflegt. Feinen Ölen. Hm. Fühlt sich ganz echt an. Ist echt. Oh, jetzt habe ich es geschafft. Okay, also du siehst an seinem Hals baumelt so ein kleiner Talisman. Und, nimm dir mal den Talisman ab. Gott, wir machen hier schon voll die Freiheitsform auf. Widerwillig nimmt er den Arm und sagt, aber der ist mir viel wert, den hat mir meine Oma gegeben, die auf der Reise hierher ist. Kann ich erkennen, aus was für Metall das Ding ist? Das ist nicht Arcanium. Ja, nein, aber, das dachte ich mir schon. Ja, also der ist sogar eher aus Holz geschnitzt. Ach, viel wert, dieses alte Holzding. Aber das scheint eher schon irgendwas... magisch angehauchtes zu sein, meint unsere gute Elisha. Also irgendein Fokus oder so, womit der man wohl seine Macht bündeln könnte. Oder der ihn unterstützt bei der Zauberei. So eine Frechheit. Sagst du mir das, oder? Ja, nimm ihn den Talisman ab, sag ich. Du sagst mir also nicht, dass es magisch ist. Oder hast du... Ich mach das. Ach so. Nein, mach ich nicht. Vielleicht machst du mir nicht. Das ist mein Talisman. Bitte lass es zu mir. Ah, gib dir nochmal her, dieses alte Holzstück. Komm, was wollt ihr? Ich kooperiere da, aber lass mir meinen Talisman. Ist es eine Lederschnur oder so ein Stoff? Ah, eine Lederschnur. Eine Lederschnur. Dann tut's richtig weh, wenn ich ziehe, vermutlich. Er hat den abgenommen. Also, er hat den in der Hand, aber... Gib doch mal her. Ja, also du bist im Kräftetechnisch deutlich überlegen. Es wird dich kein großes Problem, jetzt das ihn zu ändern. Ja. Und ich gebe ihn Elisha. Hier. Vielen Dank. Passiert jetzt was? Es passiert nichts, ne? Aber du merkst schon, es ist was wohl, um magische Kräfte zu unterstützen. Also es ist kein mundäner Gegenstand. Da bist du dir ziemlich sicher. Ja. Gut. Also bist du... Tatsächlich magisch begabt. Ich fasse es kaum. Das hat deine Mutter gar nicht erwähnt. Welche Mutter? Ihr kennt meine Mutter? Ja. Woher? Jetzt guckt er dich ehrlich verwirrt an. Oh nein. Ihr seid doch dieser Muhalla, oder nicht? Ist er das jetzt oder nicht? Ich bin doch kein Muhalla. Ich heiße Sheikhan. Ich zucke mit den Schultern. Wie wär's, wenn wir hier warten und du holst die anderen beiden? Okay, ich gehe die anderen beiden holen. Nein. Ihr bleibt schön hier. Das kann ich machen, okay. Okay, also du wachst ihn und Elisha kommt in das Gasthaus hinein. Gestürmt. Muhalla ist weg und jetzt haben wir so einen komischen Typ im Stall festgehalten, der sagt, er ist nicht Muhalla und jetzt sind wir sehr verwirrt. Was? Könnt ihr bitte mit in den Stall kommen? Und die Katze macht so, als würde sie das gerade wiederholen, was du sagst, aber halt mit Mau, 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 Mau. Okay.
Stefan, du bist lautlos. Muss muten. Aber yes. Wenn er sagt, er sei nicht Muhalla, und woran macht ihr fest, dass er es sein soll? Muhalla ist weggelaufen und der Mann hat was mit dem zu tun, weil er sie erst aus Muhallas Zimmer gekommen ist. Ratchet, warst du nicht noch gerade eben bei Muhalla? Nun, es sind schon einige Minuten her, aber scheinbar hat die Gelegenheit direkt danach genutzt. Vielleicht in der Hoffnung, dass wir glauben, dass wenn wir ihn eben noch gesehen haben, wir keinen Verdacht hegen. War er denn normal? Ja. Oder anders? Er hat sich seltsam verhalten, aber ich hatte eher vermutet, dass jemand vielleicht von außen Druck auf ihn ausübt oder vielleicht ihm die Situation nahe geht oder er eingeschüchtert ist von dem Zwerg, der im Flur auf dem Tisch sitzt. Saß wahrscheinlich jetzt. Lass uns erstmal in den Stall gehen und diese Sache aufklären. Dass er irgendwie abhanden gekommen ist. Wenn er nicht in einem Zimmer ist, spricht alles dafür, ja. Wir hätten ihn einfach nicht alleine in einem Zimmer schlafen lassen sollen. Zack. Wir da haben wir am ersten Abend im Gasthaus unsere Ware verloren und das finde ich ja super. Und ich stehe auf. Was habt ihr verloren? Kommt Beremosch zu euch, der auch noch sich wohl im Schankraum aufgehalten hat. Nichts. Komm ich euer Ernst? Ihr habt doch nicht etwa den Jungen verloren? Noch nicht. Also. Was heißt noch nicht? Schauen wir mal. Beremosch. Ich bin gerade bei Schadensbegrenzung. Zu betreiben. Ist dieser Ambusszwerg mit ihm abgehauen? Den sehe ich nirgends. Nein! Oh. Jetzt hört auf zu reden und kommt mit. Außerdem kann man nicht trauen. Wer nichts für Edelsteine übrig hat und nur für Stahl, der weiß doch Wert nicht zu schätzen. Um Gottes, um Rajas Willen kommt mit. Um Saturias Willen. Ich gehe raus. Rajit ist aufbruchbereit. Okay, also Beremosch wird euch auch begleiten. Der wird jetzt wissen, was zum 13. hier los ist. Das ist okay. Ist mehr als okay. Will jetzt wissen, was hier los ist. Und er stapft mit euch gen Stallon. Jetzt öffnet sich die Tür hinter dir, Torgrim, und eine illustre Bande tritt hinein. Und langsam wird dieser Scheikan immer bleicher. Es hat ja ewig gedauert, bis ihr gekommen seid. Wo ist Muhalla? Ihr steckt mit ihm unter einer Decke, sagt es uns. Genau, sagt es uns, sagt der Beremosch zu dir, Torgrim. Ihr steckt mit ihm unter einer Decke. Was? Was für eine Decke? Hat sie doch gerade gesagt, ihr steckt mit ihm unter einer Decke. Ach, dem lege ich mich doch nicht unter eine Decke. Das sollen wir euch... Stecken. Wir können auch mit anderen Mitteln euch zu Wort, zu sprechen bringen. Und jetzt sagt der Beremosch, Moment mal, das da hinten, den kenne ich doch. Der hat doch immer um die zukünftige Braut herumscharwenzelt, dieser Kerl. Ja, den habe ich schon letztes Mal beobachtet, wie er sich heimlich in der Gegend rumgestohlen hat, als ich dort war, um die Aufmachung zu überbringen. Oh, dann stecken der Bräutigam und der Geliebte der Braut unter einer Decke. Keine Ahnung, aber... In sein Gesicht habe ich schon gesehen. Dieses Bärtchen, dieses Kokette, das will ich nicht vergessen. Bart will ich es nicht nennen. Oh. Also wo ist jetzt Muhalla hin? Oder wollt ihr... Ich hole einen Dolch raus. Dass wir andere mit... Genau. Okay, geh auf Spitzbärtchen zu. Okay. Ich würde gerne dazwischen treten. Große Augen. Mhm. Und sage, also, so, wenn ihr euer Bärtchen nicht verlieren wollt, dann sagt ihr jetzt, wo Muhalla ist. Anscheinend habt ihr ihm geholfen, hier auszubrechen. Und darüber brauchen wir gar nicht weiter diskutieren. Und halt ihm so... Aber ich liebe mein Bärtchen. Ja, dann spricht! Mach mal eine Einschüchternprobe. Ja, ich kann nicht einschüchtern, aber mach mal. Auch in 4 Jahren wieder genauso lang. Du bekommst +3. Yes. Ich würde aber gerne währenddessen versuchen, ihren Arm vorsichtig zu senken, weil das mit den Dolchen mit Ron war jetzt, also... Findet Rajit doch ein wenig zu weit gehen. Hallo, das war genau das Richtige. Wir können auch anderweitig Antworten bekommen. Möchtest du shippen? Ja. Die 18 weg. Du kannst auch die 9 und die 10 shippen, wenn du magst. Ja, genau. Nö. Nö. Okay. Oder? Nein, tu das nicht. Mach das doch nicht. Nein, nein. Ich würde sagen, 9 und 10 ist nur Chip, wenn es dir einen Vorteil bringt.
Oh, und tatsächlich, obwohl du es nicht gewöhnt bist, Menschen einzuschüchtern, scheinst du einen ganz wunden Punkt bei ihm getroffen zu haben. So, ja, okay, ich rede. Aber lass mein Bart in Ruhe, bitte, mein Bart. Bärtchen, meint Beremusch dazu. Ach, der ist morgen wieder genauso lang wie vorher. Wenn es überhaupt eine Nacht dauert. Oh. Ich rede. Fionora, willst du bitte den Dolch senken? Ratsch, natürlich. Und ich stecke ihn wieder ein. Vielen Dank. Und er nickt dir zu, Rajit, dankbar. Und auch er, jetzt hat er erstmal die Möglichkeit, dich jetzt aus den Augenschein zu nehmen. Und du siehst ihm in die Augen und du erkennst, das sind die gleichen Augen, die du vorhin gesehen hast, bei Muhalla. In dem Zimmer, wo du ihm bewusst in die Augen geblickt hast. Ich bin mir auch, also, sicher, ist nicht einfach nur ein sehr ähnlicher Augenfarbe. Nein, du bist dir sicher. Du hast ihn explizit gemustert, du hast es auch explizit gesagt, deswegen gebe ich dir die Info, das sind genau dieselben Augen. Würde ich rückschauend, also sind die Augen auch die von Muhalla vor diesem Abend? Der hatte vorher andere Augen. Ja, das fällt aber jetzt so richtig auf. Weil du hattest auch nicht explizit vorher drauf geachtet. Also der hatte erstmals, als du ihm vorher in die Augen geguckt hast, in seinem Zimmer, wo du mit ihm geredet hast, da hatte er diese Augen. Davor sind die dir nicht aufgefallen. Aber die Stimme... Aber es könnten dieselben sein, also es könnte immer noch Muhallas sein und Muhallas Augen sein. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es... Also mir ging es darum, ob er vor dem Abend, also als wir ihn auf der Reise schon gesehen haben oder so, ob mir dazu ein Unterschied auffällt oder ob ich mir einfach nicht sicher bin. Ich würde sagen, du hast dich ja schon mit ihm auch immer wieder unterhalten und ihm auch in die Augen blickt. Also du bist schon der Meinung, die Augen sind jetzt anders. Vielleicht nicht gravierend anders, aber schon anders. Und auch seine Stimme klingt, also die Stimme dieses Mannes klingt ein bisschen wie die vorher im Zimmer. Also als wäre sie vorher nur so ein bisschen notdürftig verstellt gewesen. Das ist jetzt deine Gelegenheit, hier rein Tisch zu machen, denn... Ich vermute mal nicht, dass du Muhalla bist, aber du hast dich als sehr ausgegeben. Vor wenigen Minuten noch. Oh, jede Minute, die wir verplempern, ist er weiter weg. Ich hab's doch nur in Raya gefälliger Absicht getan. Bitte tut mir nichts oder meine Bärtchen. Raya ist zwar nicht abgeliked, in der Liebe auch auf vielleicht nicht direkt im Wege zu folgen, aber was ihr tut hier ist... Ein Betrug und ein Verrat. Nichtsdestotrotz seid ihr jetzt erwischt worden, also sprecht offen. Aber ich liebe sie doch und er liebt sie nicht. Und was für euer Plan? Und ja, wenn er sie verschmäht und einfach flieht, dann braucht sie jemanden, der sich um sie kümmert. Dann wäre sie vielleicht auch frei für einen anderen Partner. Und wo ist der jetzt? Ich habe ihm ein Pferd gegeben, das er genommen hat. Ich habe ihm das Aussehen einer Dienerin gegeben und er hat damit ganz regulär ist er durch die Taverne gelaufen und hat sich dann ein Pferd geholt, das ich für ihn bereit gemacht habe. Was? Ich weiß nicht, wohin er ist oder wann. Das ist bestimmt schon eine halbe Stunde her. Wenn ich euch verfluchen könnte, würde ich das tun. Ich bitte euch, tut es nicht. Es geschah nicht aus böser Absicht. Nichtsdestotrotz habt ihr einem Mann... ein Pferd gegeben, der jetzt nun ohne Ressourcen in eine Welt aufbricht, die er nur aus der Sicht eines Adligen kennt. Betet, dass ihm nichts zugestoßen. Dass wir ihn wiederfinden. Trügt mich hier einer von Dukaten. Kann einer von euch Spuren lesen? Nein. Oder Hufspuren entdecken? Naja, Hufspuren sollte man ja sehen können. Könnte sie vielleicht unterscheiden. Ich wende mich an Beremosch. Vermag es jemand aus eurer Karawane, ist einer von ihnen wildniskundig. Werdet doch sicherlich jemanden dabei haben, der euch auch für Unbill auf der Reise begleitet. Da sind keine Wildniskunder dabei. Das sind Stadtmenschen, die kommen aus Zorgan. Die haben noch nie mehr als 3 Bäume nebeneinander gesehen. Tobrim. Das scheint mir nicht weise, aber. Und der eine, der 3 Bäume gesehen hat, der war ich. Die anderen haben noch weniger gesehen. Meine Mutter bringt mich um. Und ihr seid dafür zuständig, dass der wieder herkommt. Ihr habt ihn aus den Augen gelassen. Ja, vielleicht ist ja hier im Gasthaus irgendjemand anders, der... Dieser Mann ist weder Sklave noch Gefangener. Er hat einen freien Willen und das Recht, diesen auszuüben. Da kann seine Mutter auch alle
Stände und alles Mögliche ins Spiel bringen. Wir haben, sind der Sache in unserem Maß nachgegangen, aber dieser Schachzug hier ist nicht unsere Verantwortung und unsere Schuld. Wir haben keine Pflicht, ihn zurückzubringen, aber wir werden ihn suchen um seinetwillen. Nicht um euretwillen und nicht um den Willen seiner Mutter. Wie weit kommt der Junge überhaupt mit einem Pferd? Ja, er kann rudimentär reiten, aber es ist kein sehr guter Reiter. Schade. Wie gesagt, Stadtkind. Lass uns draußen umschauen, ob wir vielleicht die Spuren finden. Ja. Auch wenn wir uns nicht drauf verstehen. Tu dich mit. Wir dürfen halt nicht zu spät kommen. Ich hoffe, ihr findet ihn bald. Ansonsten, wenn ihr ihn jetzt nicht unmittelbar findet, werden wir morgen früh weiter gen Elbum reisen auf der Hauptstraße und ihr versucht uns einzuholen. Unser Tross braucht eher etwas länger. Aber ich verlasse mich drauf. Wir dürfen nicht zu spät kommen und er muss da sein. Ja. Wir geben uns am Rest. Und wenn er vor Travia und Raja Nein sagt, dann hilft euch all das auch. Doch. Ja, das. Dann werde ich schon den Kopf waschen. Zwergenart. Lass uns umschauen. Und ob er ja oder nein sagt, soll uns egal sein. Wir müssen ihn da nur abliefern. Mir ist es nicht. Aber lass uns erstmal umsehen. Wir müssen nicht über ein Rind verhandeln, das wir noch nicht bis zum Schlachter bringen. Ihr solltet vielleicht ein wenig zurückhalten, wenn wir ihn sehen, weil es könnte sein, dass ihr mir die Augen auskratzt. Ah, das wäre, glaube ich, nicht so gut. Dann kriege ich meine Dukaten auch nicht. Und ich kann heute meine Dukaten auch sonst wohin stecken und der Wein kann dann scheinbar warten. Wer eine warten. Hexe wütend macht, der ist selbst schon. Ich nehme das Pferd an den Zügeln, gehe mit diesem Pferd von Stall. Mit dem, was uns nicht gehört? Ist mir doch egal. Kriege ich wenigstens mein Amulett wieder, fragte dich Torgrim. Ach hier, dieses nutzlose Holzteil. Geht in den Schankraum und wartet da auf uns. Am besten. Torgrim, du weißt schon, dass das ein magisches Amulett ist, das was? Magie verstärkt. Ah! Das hättest du mir vorher sagen können. Dann hättet ihr es nicht angefahren. Ja, genau. Das ich ja nicht. Der Kerl geht nirgendwo hin, sagt Beremosch, bevor ich den Moala nicht wieder habe. Den nehme ich mit im Tross. Wunderbar. Nehmt ihn mit in den Schankraum. Er würde sicherlich gerne Mohallas Platz einnehmen. Nein, so habe ich das nicht gemeint. Aber er wird mir Rede und Antwort stehen. Wie heißt er? Shaykan. Shaykan. Ich kann es auch posten. Shaykan, ihr tut mir ein wenig leid, aber ihr habt es auch verdient. So. Und ihr habt keine Ahnung, wohin er reiten wollte? Natürlich nicht, so ist es Nord, Ost, West, Süd. So ist es sicher, falls man mich erwischt hätte. Natürlich nicht. Ihr habt doch nicht gesehen, welche Richtung er aufgebrochen ist. Er schien eher ein spontaner Mensch zu sein. Und ein Narr dazu. Und dann lassen wir uns vor dem Tor, vor dem Stalltor umschauen. Von dort muss er ja irgendwohin aufgebrochen sein. Wir suchen alle mal vorsichtig. Okay. Lauf nicht so viel darum, um keine Spuren kaputt zu machen. Das kann ich mir ja auch als nicht wildniskundiger Fährtenleser denken. Dementsprechend. Okay, da ihr besonders darauf geachtet habt, auch nichts kaputt zu machen an Spuren und auch das Wetter relativ gut geeignet ist, um gerade noch, dass die Spuren gut halten, könntet ihr mir oder einer von euch eine Fährtenprobe +2 machen. Soll es einer machen oder dürfen es alle machen? Ihr dürft es alle mal machen. +1, was hast du gesagt? Weil ihr sucht ja alle mal ab und dann gucken wir, ob jemand was sind. +2, also 2. Oh, da muss ich nochmal rollen, warte. Also +2, also erschwert um 2. Nein, also, erleichtert um 2. +2. Wie kann ich denn erleichtert um 2 machen? Ich kann hier leicht oder sehr leicht machen? Nee, du kannst auf der Probe, oben ist das erste Feld, du hast dann ja Mu in GE und da links davon ist ein leeres Feld. Das ist der allgemeine Modifikator. Wenn du da draufklickst, wird es positiv, wenn du rechtsklick machst, wird es negativ. Oder wenn du in der Probe drin bist, oberanspruchsvoll. Modifikator ganz links, ne? Genau, ganz links und hinten kannst du ja theoretisch noch Fertigkeitswerten QS machen. Und wenn ich 2 mache, dann, also wenn ich +2 mache, ist es. Dann genau, wenn du 2 mal linksklick machst, ist es quasi erleichtert. Erleichtert. Rechtsklick macht dann Minus. Okay. Okay. Oh. Ich Orientierung oder Business? Fährtensuche. Hab ich nicht. Haben keiner von uns, aber bisher haben es 3 Leute geschafft. Und so wie es aussieht, würde ich sagen, hat es jeder sogar ohne Erleichterung geschafft. Die einzige, die es nicht schafft, ist Elisha. Torgrim hat 2-mal gewürfelt. Welcher zählt denn da? Der zweite, den ersten, hatte ich nur mit einer Erleichterung von 1.
Achso, beim ersten hast du nur geübt, gell? Der zweite war der echte. Ich hab's nicht, ehrlich, hab ich nicht gleich verstanden. Nee, das heißt Thorgrim, Fjodora und auch Rajit finden alle was und können dann praktisch durch ihre gemeinsamen Informationen ableiten, dass in der Tat der mit dem Pferd wohl weggeritten ist, und zwar in Richtung Gebirge. Also ihr könnt der Spur folgen. Sollten wir auch. Zur Einordnung, Gebirge heißt wahrscheinlich Richtung Süden. Oder Richtung Norden. Richtung Süden. Also nicht von da, wie ihr herkam, oder? Ja, ihr seid so von West nach Osten mehr oder weniger geritten. Und er ist jetzt praktisch südlich der Straße in so Gebirgsausläufer. Ist er hingeritten. Natürlich. Mitten in der Nacht bringt er sich nicht um. Ha! Westen ins Gebirge. Als ob das nichts gäbe. Thorgrim, vergiss nicht, dass er kein Zwerg ist. Vielleicht läuft er ja ein paar anderen Zwergen über den Weg. Sollen wir ihm jetzt nachreiten in der Dunkelheit? Ja, wir laufen ihm oder reiten ihm auf jeden Fall nach. Ja. Wenn er stirbt, dann wäre das schlecht. Könnt ihr reiten? Ich würde auch sagen, dass wir heute Nacht noch aufbrechen, denn wenn er irgendwo einen Unfall oder was derartiges erleidet, dann will ich nicht die Nacht über dort liegen lassen. Auch wenn er es verdient hat. Habt ihr irgendwelche Lichtquellen oder oder du siehst was, Thorgrim, sogar, ne? Ich sehe auch im Dunkeln, ja. Dunkelsicht 2. Mhm. Mhm. Das heißt, der Thorgrim könnte euch so ein bisschen voranreitend leiten. Das ginge. Und er würde auch noch die Spuren sehen können. Ja, Leicher kann auch gleich was sehen, und die kann auch die anderen sehen. Ne? Ja, haben wir Pferde im Stall? Was besitzt ihr denn selbst? Ich habe kein Pferd. Kein Pferd besitze ich gar nichts. Nicht. Okay. Aber dann würde euch praktisch der Bäremosch mit Pferden ausstatten. Wäre der Tross dann noch ein bisschen langsamer, aber dann könnt ihr das trotzdem rechtzeitig schaffen. Aber bringt mir die Pferde wieder, sonst bezahlt ihr für die Pferde. Ach, Bäremosch, macht euch keine Sorgen. Ihr kriegt eine gute Geschichte, glaubt mir. Mein Job ist, Sorgen zu machen. Wir werden euch sowohl den Jungen als auch die Pferde wieder bringen. Und ich spreche nochmal mit dem Wirt. Ja, ihre Frau. War der Wein nicht gut? Ja, ich kann mich nicht beschweren. Ich. Habt ihr ein paar Fackeln? Fackeln, ja. Sicher, wo wollt ihr so spät noch hin? Oh, einer unserer Mitreisenden ist in die Berge aufgebrochen. Die Berge? Ja. Aber nach Norden hoffe ich doch. Nein, nach Süden. Nach Süden? Ja. Nein, Herr Prajus. Das ist nicht so empfehlenswert. Nee, warum? Nein. Die Gebirgsstämme. Wie sollte man sich fernhalten? Da gibt's Ferkina. Oh, und den Ferkina habe ich schon mal gehört. Die sollen eine gute Geschichte wert sein. Ja, gar nicht so übel. Ja. Das kann schnell schief laufen. Das wird schon nicht schief laufen. Immerhin habt ihr Fjodora vor euch und Thorgrim und Rajit und Elisha. Habt ihr schon mal von denen gehört? Ja, vorher. Im Schankraum, natürlich. Ach, nein. Leider heute keine Zeit. Aber ich werde euch eine Geschichte erzählen. Uiuiui, das glaubt ihr ja gar nicht. Von ein paar Helden, die ihr heute hier gesehen habt. Ihr seid eine Abenteurerin, eine Geschichtenerzählerin. Ja. Leider heute keine Zeit, es tut mir leid. Jetzt, wir müssen leider unseren abtrünnigen... Nun ja, wenn ihr sagt, in den Bergen, oh Mann. Seid ihr sicher, dass ihr nicht ein paar Momente noch habt? Schließlich weiß man nie, ob ihr von den Bergen zurückkehrt, sonst würde ich diese Geschichte nie hören. Nun ja, ein paar Gäste habt ihr da sicherlich. Kann ich euch noch die Geschichte schnell zum Besten bringen? Denn nicht, dass ihr nie von uns gehört habt. Toll an. Oh, ich stehe dann da super. Ich hoffe, die sind ein bisschen aufnahmefähig. Also sie redet mit sich selber. Erstmal so murmelt vor sich hin. Ich hoffe, die haben das ein bisschen... Können das ein bisschen besser aufnehmen als die letzten Gäste. Mit dem roten Kamel waren die ja nicht begeistert. Aber egal.
Ich muss mich ein wenig eilen. Da drüben werden noch die Pferde gesattelt. Und sobald Beremosch zurück ist, muss ich auch schon davon. Aber meine Damen und Herren, bevor unsere Gesellschaft dieses Gasthaus hier verlässt, gibt es noch eine Geschichte von der Feodora. So höret und lauschet und genießt und vergisst die Namen nicht. Einst vor langer Zeit, als Bier und Wein mit weißer Schönheit vereinten sich mein, die Leidenschaft wehte mit den Winden, doch die Freiheit und die Dukaten begannen im roten Kamel zu schwinden. Ich zwinker dem Wirt hierzu. Hier begann der Lauf der Geschichte. Das glaubt ihr mir jetzt nicht? Die Namen der Helden, ihr wollt wissen, die sollt ihr auf keinen Fall missen. Es waren vier Recken. Ich werde nichts ändern. Aus Aranien und weiten fernen Ländern. Elisha, eine Schönheit nicht nur in der Nacht, bat pflichtbewusst um Begleiter für eine Wacht. Rajit vereinte die Leidenschaft mit Wein und war ein Begleiter, sehr wohl fein. Thorgrim, ein kecker Recke und Schmied, nach Elbrum in ein Sack voller Rädchen trieb. Woher ich das alles weiß? Euch ihr sicherlich fragt. Nun, eure Feodora schloss auch diesen Pakt. Verlassen wir das Kamel jedoch wir. Des Zwergen war nicht gut das Bier. Des Götterdieners hingegen der Wein schmeckte allen sehr wohl fein. Eine Geschichte kam den Helden zu Ohren. Da waren Menschen als Sklaven verloren. Verschwunden der Brüder waren gleich drei. Und die Geliebte weinte und weinte, oh wei. Die Karawane gen Elberum zog, mit Schätzen beladen, sie schwer wog. Zu einer Hochzeit geladen sie waren. Nur der Bräutigam, der wollte nicht fahren. Meine Damen und Herren, so stehen wir nun an dieser Stelle. Und der Bräutigam, der wollte wirklich nicht fahren. Und oh weh, mein Mund ist trocken, meine Beine nun schwer. Was zu trinken begehrt mein Herz sehr. So guter lieber Wirt, seid doch so nett und gebt uns ein paar Fackeln statt Federbett. Euer Name soll in Aranien erklingen. Mit Elisha Rajit und Thorgrim zusammen wird Feodora euren Trompetenklang besingen, dass es nur so wimmelt hier von Damen. Und sie verbeugt sich. Bitte eine Sagen- und Legendenprobe, wie dann die deine Performance abgelaufen ist, aber du kommst natürlich +2 für diese Folge. Wollte gerade sagen, kriegt er Erleichterung. Dass das diesmal nicht so läuft wie letztes Mal. Dann gebe ich's auf. Alles für Jura für immer. Ja, und du mit 3 QS zusätzlich zu dieser Performance, das Gasthaus tobt, tosender Applaus. Man reicht dir einen Wein, man reicht dir Fackeln und du merkst, wie die an deinen Lippen gehangen sind die ganze Zeit über. Also kommt sehr, sehr gut an diesmal. Scheinbar sind das nicht solche Banausen wie in Zorgan. Wunderbar. Trompetenklang soll besungen werden in diesem werten Gasthaus. Doch, meine Damen und Herren, die Zeit drängt. Sie verbeugt sich mehrmals, nimmt ihren Hut ab. Die Begleiter warten, die Helden sind draußen. Und meine Beine müssen mich nun tragen. Und ihr draußen, vor ungefähr einer Viertelstunde ist die Feodora reingegangen. Ihr wartet, alles ist fertig gesattelt. Tippelt schon so mit den Füßen auf den Boden so ein bisschen. Und dann hört es irgendwann, wie laut gefeiert und gejubelt wird im Gasthaus. Und noch etwas später kommt dann unter diesem Applaus sich noch verneigend rückwärts zur Tür raus, die Feodora zu euch. Wart ihr noch zur... Ja. Geschichtenstunde. Ja, für eine gute Geschichte muss immer die Zeit sein. Habt ihr die Pferde gesattelt? Ich hab unterdessen die Fackeln besorgt. Ach ja, und noch eine gute Warnung mitbekommen. Vor den Ferkina, den Bergstämmen im Süden. Keine gute Idee. Ich freue mich wirklich sehr. Ja, lass uns aufbrechen. Den Arsch zu retten, nicht.
Nichtsdestotrotz sollten wir aufbrechen. Keine Zeit verlieren. Wir sollten ihn einfach die harte Realität des Lebens spüren lassen und ihn dort versauern lassen. Ja, im selben Augenblick denkst du an deine Mutter, die mit dem erhobenen Zeigefinger sagt, Leiter, ich wusste, ich kann dir das noch nicht anvertrauen, so eine Aufgabe. Und da denkst du dir, das darfst du nicht riskieren, dass so etwas passiert. Ich wollte... Ein bisschen nach meinem Geschmack ist der Junge schon. Immerhin wird's spannend heute. Auf zu den Verkiner, in die Bergstämme, in den Süden. Und in diesem Sinne würden wir zum ersten Mal, und zwar bitte von eurem Führer gewürfelt, also dem guten, einzig im Dunkeln wirklich gut sehenden Thorgrim, bitte eine, was gibt's da, Navigation oder so, oder Orientierung gibt's doch hier, ne? Das, was man selten wirft, das können wir jetzt heute mal einsetzen. Ob du dich auch gut orientieren kannst im Dunkeln und die anderen dabei führen. Da hilft mir Ortskenntnis wohl nicht. Es sei denn, die Ortskenntnis bezieht sich auf so Gebirge und so, dann würde ich es vielleicht sogar zulassen, weil Formationen so ein bisschen nutzen, so... Das wäre eine Geländekunde. Ortskenntnis ist spezifischen Ort. Also du hast auch nicht Geländekunde Berge oder so zufällig. Nein. Was? Ich. Nee, habe ich. Aber ihr habt auch noch Fackeln dabei, insofern das erleichtert es ein bisschen, dadurch auch plus 2 geben. Okay, dann muss ich nochmal hören. Orientierung, ne? Es ist jetzt auch so, wenn du es nicht schaffst, heißt es nicht, dass du die Spur verlierst. Ich habe es noch nicht gesehen. Sondern je besser, desto schneller seid ihr. Und wenn du es nicht schaffst, dauert es eben eine ganze Weile. Ich könnte ja mal chippen. War da nur einer dabei? Du könntest halt die 19 und die 10 chippen. Vielleicht gibt es da noch einen Patzer. Ja, genau. Mann. Ich glaube, nachpatzen kann man nicht. Doch, man kann nach. Ach klar. Du kannst beim sowohl kritten als auch Patz mit einem Chip. Ja. Das wäre ja auch schade, sonst könnte man nicht kritten. Sehr ja unfair. Ja. Das Schicksal ändert sich. Ändert sich, aber nicht genug. Nee. Hätte man halt nicht immer so viel Sinneschärfe steigern sollen, sondern auch mal Orientierung. Hab ich nicht. Ich hab gar nicht so viel. Gut, ist egal. Es dauert. Ja, egal ist nicht. Es dauert halt echt lange, man muss immer wieder absteigen von deinem Pferd und für dich ist das eine ganz schöne Strecke vom Pferd runter und wieder hoch und zwischendurch nochmal suchen, wo genau sind jetzt die Spuren, du hast sie kurz verloren, aber dann findest du sie wieder und dann müsst ihr den Abstand relativ kurz halten zwischen euch, dass ihr euch nicht verliert und es zieht sich dann schon ganz schön, bis ihr schließlich, es muss so Mitternacht sein, an eine Stelle kommt, da hört ihr jemand jammern und ihr seht auch recht bald einen Handelskarren, dem seine Achse so gebrochen ist. Der liegt so am Rand von so einem Gebirgsstraße. Und da scheint es jammern herzukommen. Ja, aber Rashid wird auf jeden Fall darauf zuhalten. Ja. Und als du darauf zuhältst, siehst du, wie unter, so halb unter diesen zusammengebrochenen Wagen ein Oberkörper so rauskommt. Ja? Also die Hälfte ist so runter, so ab der Hüfte. Die andere Hälfte guckt noch raus und der Mann da stöhnt und jammert halt voller Schmerzen. Und du siehst auch sehr, sehr viel Blut da, wo der Wagen halt auf ihm drauf jetzt liegt. Torgrim, weil wir brauchen ja eine starke Hand. Ja, ich sehe schon, Ich steige komme ab. Ich komme. Und dann versuche ich... wenn es geht, den Wagen hochzustemmen, wenn ich schon das Gefühl habe, der ist zu groß, zu schwer, dann würde ich mir vielleicht noch eine Stange oder so ein irgendwas suchen in der Art. Warte ganz kurz, bis du den Wagen hochstemmst. Ich will erstmal die Wunde versorgen. Du kommst nicht so gut hin jetzt, weil der ganze Unterkörper von ihm ist unter dem Wagen und der ist praktisch draufgebrochen auf seine Körpermitte und nur der Oberkörper guckt raus und die Wunde ist dann halt... Dann hoffen wir, dass er nicht verblutet. Ja. Also da ist schon ziemlich viel Blut. Das sieht schon ziemlich gefährlich aus. Also, dass der Mann da noch irgendwie mit dem Leben davon kommt, ist nicht garantiert. Ich, wenn sie nicht drankommt, dann stemme ich mal mit wahrscheinlich
Kraftakt wahrscheinlich. Versuche ich mal den Wagen. Mit Kraftakt, ja. Machst du es alleine? Wenn es zu schwer aussieht, würde ich mir irgendwie eine Stange oder so schnell suchen, um das hochzuhebeln. Ich würde dir schon helfen. Okay. Wir können auch helfen, ja. Aber ich glaube nicht, dass ich viel leisten kann dabei. Also ich bräuchte insgesamt, wenn ihr mit Hilfsmitteln arbeitet, insgesamt 3 QS von euch. Entweder einer allein oder halt in Summe erwürfelt. Okay, ich werfe erstmal. Rajit, wer sieht stärker aus? Du oder ich? Nee, ich habe ihm jetzt geholfen, aber ich habe nichts beigetragen. Aber Torgrim ist alleine stark genug. Also Rajit hat halt irgendwie mit der Hand so ein bisschen sich dran festgehalten und den Wagen, der Torgrim den hochwuchtet. Torgrim hat den praktisch über seinen Kopf jetzt gewuchtet und jetzt seht ihr, wie schwer diese Verletzungen von diesem Mann sind. Also der ist wirklich... Ja, der ist fast schon halb durch in der Mitte, der arme Kerl. Hol ihn raus! Elisha, kannst du dich darum kümmern? Ich würde ihn erstmal rausziehen. Vorsichtig, aber auch, also genauso, nicht alleine vor sich gezogen, aber wenn der Wagen wieder runterkracht, haben wir ein viel größeres Problem. Kannst du den Wagen nicht verschieben? Ich würde den Mann liegen lassen. Oder stellt etwas drunter, aber beeilt euch! Ja, du merkst schon, das Ding ist schwer. Du kannst es nicht mehr so lange halten. Ich guck mich um. Gibt's da. Oh Gott. Gibt's da irgendwas, was man drunter legen kann unter das Rad, was er angehoben hat? Du meinst so einen Stein oder was willst du? Ja, irgendwas, dass das Ding nicht wieder auf ihn kracht. Dass er aber liegen bleiben kann, ohne gezogen zu werden. Da gibt's jede Menge Steine. Es ist das Gebirge, aber die Frage ist, ob du so einen tragen kannst. Du musst ja schon größer sein. So ein kleiner Stein reicht nicht. Ich kann es ja versuchen! Ja, dann mach mal, um einen adäquaten Stein herzuschleppen, brauchst du schon 2 QS. Oder herzurollen. Nö, das kann ich gar nicht schaffen. Also, du hast so den Stein deiner Wahl ausgespäht, aber. Bewegt sich nicht! Bewegt sich nicht. Egal, Rachi, zieh ihn raus! Oh. Ihr Rad hat auch nicht gewartet, er hat ihn rausgezogen, weil ihm ist ja klar, wie schwer der Wagen ist. Er hat versucht, ihn zu heben. Also, du ziehst ihn raus. Bist ganz vorsichtig, damit er nicht in der Mitte auseinanderbewegt, während du ihn da rausziehst. Sagt jemand Torgrim Bescheid, oder? Ich gehe davon aus, dass Torgrim das bemerkt, wenn er direkt neben ihm jemand rausgezogen wird, wenn er weit genug weg ist. So, wenn die Füße aus seinem Sichtfeld verschwinden, kann er den Wagen wahrscheinlich fallen lassen nach 2 Sekunden. Und also Torgrim, du vermutest, dass er jetzt ganz rausgezogen ist. Kann ich ihn loslassen? Ja, ich denke, lass ihn runter. Kann einer von euch sich mit Wunden aus? Lass ihn runterkrachen. Ich habe magische Fähigkeiten, die mir dabei helfen, vielleicht etwas zu tun. Ah, ich gehe gleich mal ein Stück zur Seite. Er wird für alles dankbar sein. Okay, dann. Ich krame auch noch aus dem Rucksack so ein bisschen Wundverbandszeug raus. setze ich jetzt Hexenspeichel an. Also Torgrim, du siehst praktisch, wie die eine jetzt irgendwie in die Wunde spuckt und die andere so einen kleinen Verband rausholt. Und der Mann ist halt so ekelig. Der Mitte halb durchgebrochen. Aber mach mal deine Zauberprobe dann, Lisa. Kurs 1. Kurs 1 bedeutet genau, was macht das dann? Mit Kurs 1 kann sie eine Kampfrunde lang ihm einen Lebenspunkt pro Kampfrunde zurückgeben, aber es kann, Hexenspeichel ist ausreichend, um jemanden vor dem Tod zu bewahren, stabilisieren. Ah, okay, und Torgrim, gerade der mit Magie nicht viel am Hut hatte, traut seinen Augen kaum. Also einmal reingespuckt und einmal drumherum verbunden und dem Kampf 1 einigermaßen okay zu gehen. Ach! Macht ihr denn da? Aber sehr kompetent. Ich geh noch mal ein Stück weiter weg. Ja, also das ist schon, sag ich mal, jetzt aus dem Gröbsten erstmal raus. Also ich habe auf jeden Fall das, was Elisha da gemacht hat, ich habe ihr den Vorrang natürlich gelassen und danach, wenn sie mir ein Zeichen gibt oder sagt, dass sie jetzt soweit fertig ist, würde ich versuchen, so dies. Naja, was noch zu verbinden geht, verbinden, dass das... Ich danke euch, Ihr habt mein Leben gerettet. Ihr wart dabei wesentlich erfolgreicher wie der junge Mann davor. Der junge Mann?
Auf diesem Spur, auf der, dessen Spuren sind wir geraten. Kann ich uns sagen, wohin er geritten ist? Naja, es fand gerade ein Überfall statt. Da kam er bei und wollte mir helfen. Wollte die Ferkinder vertreiben, die meinen Wagen überfallen haben. Aber, naja, was soll ich sagen? Er scheint sich etwas zu viel zugemutet zu haben. Und sie haben ihn einfach geschnappt, als sie seine feinen Klamotten gesehen haben. Und haben ihn mitgenommen. Wohin sind sie gegangen? Weiter nach Süden, tiefer in die Berge. Können wir euch hier alleine zurücklassen? Ich weiß es nicht. Also ich kann nicht laufen. Wie heißt ihr, guter Mann? Mein Name ist Melekhelm. Melekhelm. Bedankt euch bei aventurischen Namen. Ja, Melekhelm ist mein Name. Nun, zurückbringen oder ins Gasthaus, von dem wir kommen, kann euch leider momentan niemand. Ist das euer Karren? Das war mein Karren, ja, aber schaut ihn euch an, der fährt nirgendwo mehr hin. Da ist auch nicht mehr viel von übrig. Ich kann euch anbieten, euch auf meinem Pferd mitzunehmen mit uns. Oder ich kann mich auch hier etwas erholen. Ich nehme nicht an, dass ihr nochmal zurückkehren. Vor allem nicht, wenn ihr in die Richtung reitet. Könnt ihr mich auf dem Rückweg mitnehmen? Ich will nicht unbedingt in die Nähe dieser Wilden. Das kann ich verstehen. Versteckt mich hier unter dem Wagen. Also, ich überlasse ihm auf jeden Fall eine Fackel. Ich überlasse ihm meine Decke. Vielen Dank. Habt ihr vielleicht etwas, mit dem ich mich wehren kann, falls ein Tier kommt? Ich habe leider Fackel? Nichts mehr. Eine Fackel. Ja, das Licht hilft gegen manche. Das Feuer, ja. Das ist eine gute Idee. Ich lasse Schneeball hier, damit er auf ihn aufpassen kann. Okay. Das ist aber ein Ofel. Dein Gefährten, den lässt du hier. Okay. Wir wollen ja wieder zurück. Vielen Dank. Zur Not kann ich ihn ja rufen. Und Schneeball guckt dich stolz und tapfer an und sagt, miau. Mach du ich. Weißt, du kannst dich auf ihn verlassen. Melekhelm. Es tut uns leid, dass wir nicht mehr für euch tun können. Wir müssen dem jungen Mann nacheilen. Macht ihr Witze, ihr habt mein Leben gerettet. Ich bin euch zutiefst dankbar. Und wir werden zurückkommen und euch auch noch an einen sicheren Ort bringen. Mhm. Wenn ihr mal Aranien braucht, ich bin immer für euch da. Und das können wir auf dem Rückweg besprechen. Wir kehren so schnell wir können zu euch zurück. Sie haben auch meine Säcke mit Aranien gestohlen. Falls ihr die seht, bringt sie mit. In Ordnung. Hat Thorgrim eigentlich seinen Sack mit Zahnrädern mit hier oder hat er ihn Beremosh in der Karawane überlassen? Der ist wahrscheinlich auf der Karawane, oder? Ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass ich den nicht mitgenommen habe. Ich nehme doch nicht... Nee, es ist ja die Frage, wie ernst nimmt er seinen Auftrag und traut er Beremosh zu, dass er mit den Sack nicht verliert. Dann hat er eher seinen Sack mitgenommen. Ist ein guter Punkt. Das arme Pferd. Du bleibst auf dem Pferd, jetzt ein Sack voller Rädchen. Wenn ich den tragen kann, kann das Pferd ja wohl den Sack tragen. Ja, und wenn du ja auf dem Pferd sitzt und du den Sack trägst, dann hat das Pferd damit nichts zu tun, ne? Moment. Also es ist ja auch so, dass ein Zwerg ja ist ja gar nicht so schwer erstmal, ne? Also Tronde wiegt locker mal das Doppelte. Ja, ja. Also ein Zwerg ist leichter. Selbst mit dem Sack bist du wahrscheinlich nicht ungefähr in der Gewichtsklasse wie alle anderen. Ja, das stimmt. Vermute ich auch. Zwerge sind tatsächlich gar nicht so schwer. Ist ja auch logisch. Selbst mit höherer Masse pro Größe ist es halt viel weniger Größe. Ja, wesentlich. Weil mit Tronde vergleichen ist natürlich fies, weil der ist ja auch zwei Meter ein massiver groß. Mann und schwer gerüstet. Das ist ja schon eher die obere Gewichtsklasse. Ja, aber vom Körperbau her ist Tronde durchaus einem Zwerg gleichzusetzen, glaube ich. Ja. Okay, aber nun seid ihr dort aufbruchsbereit. Das klimmt die ganze Zeit, oh nein. Und jetzt bräuchte ich von euch aber, um den Spuren weiter zu folgen, die sind jetzt etwas deutlicher sichtbar, schon nochmal eine Orientierungsprobe +3. Jeder oder nur Thorgrim?
da Torgrim würde plus 3 kriegen, der Rest eine normale, weil Torgrim halt in der Nacht sehen kann. Tagsüber wäre es anders, aber. Oh, komm schon. Aber wir müssen auch diese Gruppenchips irgendwie wegkriegen, die ihr dauernd hier zugespielt bekommt. Dauernd? Ja. Die passt einfach gut auf die auf. Ich könnte ja mit einem Gruppenchip mal rerollen. Komm her. Ja, ihr habt ja von früher noch irgendwie eine Trizillion Schicksalspunkte da mitgenommen. Alle wohlverdient. 3 Stück. Eine Trizillion. Eine gefühlte Trizillion. Kannst du oder kann auch Elijah die Führung übernehmen? Oh. Sie kann verbleibende kriegen. Punkte einer. Du kannst dir einen wieder dazu tun und ich streiche einen Gruppenchip dafür. Genau, mach mal. Ich tue mir einen wieder dazu, habe ich wieder zwei. Ach, und dann das Schicksal hat sich geändert. Torgrim. Wenn wir dringenden Bedarf haben, ich kann 40 beisteuern. Torgrim folgt der Spur weiter. Und jetzt muss ich die Karte aufmachen. Ich hoffe, ich habe die richtig gemacht. Wenn ich die nicht gemacht habe, seht ihr gleich zu viel. Die Karte ist aber schon ein meiner Spoiler, was passieren wird. Ja. Verkina Cave. Ja. Die spoilert aber nur, sag ich mal, wenige Sekunden. Ja. Wir brauchen nur noch Tokens. Ja, ich weiß. Kriegt ihr noch nicht, ja. Und zwar, ihr nähert euch dann. Es ist stockdunkel. Die Spuren führen. Ja, es ist nicht dunkel. Ja. Die Spuren führen euch dann bis zu einem Höhleneingang. Und an diesem Höhleneingang seht ihr schon zwei Männer stehen, die ja nicht viel mehr als ein bisschen so Lederkleidung tragen und auf Speere gestützt dastehen und sich miteinander leise unterhalten und dabei immer wieder ein Auge auf die Umgebung haben. Ihr scheint es hier also tatsächlich mit jenem besagten Ferkinas zu tun zu haben, von denen vorher die Rede gewesen ist. Und die Spuren führen zu dieser Höhle. Psst! Leise! So ein lächerlicher Stolz. Ich sag das leise, aber ich kann das in echt nicht leise. Okay. Was für ein lächerlicher Stollen. Das ist keine Zwergenarbeit. Sind die beiden als Verkina zu erkennen? Ich hatte ja schon mit Verkina Kontakt. Ja, ja, ja. Ja, das, okay. Du kennst das schon, wenn du schon Kontakt hast. Ja. Ratchet? Gerne. Ja. Elisha? Ja. Kennt ihr euch mit besagten Verkina aus? Ich habe nur ein paar Geschichten gehört. Diese gutturale Laute. Ich habe mir gar nichts an, nicht mal ein Kettenhemd. Es ist ein Reitervolk. Sie setzen auf Schnelligkeit und Geschicklichkeit. Ah. Nichtsdestotrotz sind sie ein stolzes Volk und wieso ist Atta weg? Ich höre ihn nicht mehr. Das Wichtigste ist, dass ihr keine Angst zeigt. Du kannst mal eine Sinnesschärfeprobe machen, Atta, wegen du kannst Verkina. Ob du was auf. Aber ich bin in Sinnesschärfe nicht so gut. Ich würde aber, glaube ich, das chippen. Das sind die 19. Zu einer 17. Yay, das reicht dann ganz genau. Okay. Also du kannst nicht viel mithören. Dazu ist es einfach auch ein ganzes Stück zu weit aus Sicherheitsgründen. Aber du hörst schon sowas wie, Muschuf, du bleibst mal hier und passt auf. Ich gehe noch zu den anderen rein und schließe mich dem Spiel ein bisschen an. Ich meine, bald haben wir wieder neue Einsätze, die wir spielen können, wenn wir diesen reichen Jüngling da an seine Familie zurückverkauft haben. Und danach geht der eine Ferkina nach drinnen und der andere bleibt so ein bisschen gelangweilt draußen, also den, der Muschuf genannt hat. Ich würde das den anderen so quasi übersetzen, weitergeben. Ergibt voll Sinn. Bringt bestimmt viel Geld. Die Frage ist, ob wir ihn hier und jetzt auslösen können. Ansonsten glaube ich nicht, dass sie ihn uns rausgeben werden. Das wäre doch langweilig, wenn wir jetzt reingehen. Hallo, wollt ihr ein bisschen Geld? Klimper, klimper. Und dann nehmen wir ihn mit. Langeweile nehme ich im Kauf, wenn ich damit euer Leben schützen kann.
Ja, wir können zur Not auch kämpfen. Nein, nein. Wir werden auf jeden Fall nicht ohne gehen. Es ist auch nicht besonders klug, direkt zu kämpfen. Aber da einfach reinspazieren? Na, der hat ja nicht mal etwas an. Was soll der schon tun gegen meine Axt? Mein Hammer. Wenn er leichtfüßig wie eine Gazelle vor euch wegspringt und euch mit Pfeilen löchert, wird auch irgendwann euer Kettenhemd und eure zwergisch zähe Haut nach. Außerdem wissen wir nicht, wie viele Mitglieder seiner Sippe ebenfalls in dieser Höhle sind. Es mögen 2 sein, es mögen 20 sein. Es mögen 200 sein. Was? Mit wie vielen kannst du es aufnehmen, Thorgrim? Genug. 200? Vielleicht nicht. 200 werden doch nicht da drin sein. Unwahrscheinlich, aber wir wissen es nicht. Der schließlich kein echter Zwergenstollen. Nein, wir müssen ihn auf jeden Fall da rausholen. Wie wir es machen, ist egal. Also, wir suchen das Gespräch. Ja, aber die kann man doch überhaupt nicht verstehen. Ich spreche ihre Sprache nicht fließend, aber ausreichend. Dann führst du das Gespräch. Oder führt ihr das Gespräch. Aber wir sind uns dahingehend einig. Wisst ihr was? Ich guck mal, ob ich mich ein bisschen umschauen und reinschleichen kann, während ihr das Gespräch führt. Hm? Pass nur auf, dass du nicht gesehen wirst. Nein, nein. Klingt noch besser. Und ich ziehe mir meinen Umhang schön tief ins Gesicht um mich herum. Okay. Ja, ich gürte jetzt auch den verzierten Kunstschammer, den ich bisher immer nur am Pferd transportiert habe. Mhm. Das heißt, du würdest dich ihm nähern und du würdest ein bisschen so einen Bogen laufen, oder? Und von so einem toten Winkel versuchen, dich zu nähern. Ja, also ich würde auch versuchen, mich dann quasi mit ein bisschen mit Feodora abzustimmen, dass ich mich so nähere, dass sie soweit es geht, auf der anderen Seite des Verkinas ist. Also ich vielleicht ein bisschen von rechts aus seiner Sicht komme und sie sich über den Bogen links anschleichen kann. Das Geräusch außerhalb vom Blickwinkel ist, wenn er... Dass ich eine Ablenkung bin. Mhm. Und die anderen beiden, was tut ihr? Ich binde die Pferde an. Hole meinen großen Hammer heraus. Ich fahre meine Hexenkralle noch nicht aus. Warte und gucke zu. Anschleichen möchte ich mich nicht, da mein Kettenhemd sicherlich klimpert ohne Ende. Ich werde mit unserem Ratschagewalken zusammen dorthin. Den Sack lässt du auf dem Pferd? Oder was ist mit dem Sack? Ach ja, wir kaufen mit den Rädchen ihn einfach frei. Oh nein. Oder hast du den Hammer irgendwie so in der Hand und den Sack auf den Rücken? Nein, das geht auf keinen Fall. Ich gucke, ob ich mal vielleicht uns ein paar Tannenzweige oder was auch immer, wo wir sind. Tannenzweige. Tannenzweige gibt's hier keine. Wir sind doch im Wald. Nein, im Gebirge. Ah, dann finde ich vielleicht da Steine drauf. Netter Versuch. Wir sind doch im Wald. Ich gucke mal, ich nehme mir ein Minütchen Zeit und gucke, ob ich ihn irgendwo ein bisschen im Dunkeln verstecke. Ja, du kannst so ein bisschen Geröll kannst du irgendwie da ein paar Kies bisschen so auf die Seite tun, den Sack rein, dann ein bisschen zuschütten. Du musst dir jetzt nur mal im Klaren sein drüber, dass du nachher eventuell eine Orientierungsprobe machen musst, um den wiederzufinden. Kann ich nicht so eine Kieselspur legen? Hier sieht alles gleich aus. Oh nein. Kannst du diesen nicht am Pferd belassen? Nein! Das ist mein ganzes Geld weg nachher, wenn der Sack weg ist. Es ist alles okay. Wir können alle sterben. Wir können Muhala verlieren. Hauptsache, Thorgrim findet seinen Sack wieder. Ja! Nackt und blutverschmiert, wenn er aus der Höhle stapft. Ich bin goldgierig und ein Zwerg. Was soll ich machen? Ja, das ist schon recht. Gut, dann nähert sich jetzt zunächst mal vorsichtig unser guter Ratschied. Nee, nicht mal vor sich. Ich reite offen und hohe aufgerichtet auf ihn zu. Okay. Und ich komme mit. Du kommst mit ihm? Okay. Und du bleibst ein bisschen im Hintergrund bei den Pferden, oder, Tolkien? Nur, dass ich einen Überblick habe. Nehme ich mal als ja. Okay. Ich versuche einen Bogen halt ein bisschen so zu schlagen. Mhm. So ein bisschen in den Schatten verborgen, in der Dunkelheit. Okay, dann, sobald er dir gewahr wird, zückt er seinen Speer, hält ihn dir so entgegen
und läuft ein paar Schritte auf dich zu, bleibt aber mit etwas Abstand stehen. Und sagt, also du kannst ihn verstehen, die anderen wahrscheinlich nicht, auch Leisha natürlich nicht. Und sagt er, wie gut kannst du verkinnern? Zwei. Zwei sogar. Zwei. Okay. Zwei sogar, ja. Okay. Mhm. Trotzdem, gut. Wer du sein? Mögen Rashtula und die Raja Ushtama dich grüßen. Ich bin Hajin Iban Jadir. Und du hast jemanden in deiner Gewalt, den ich zurückhalten möchte. Ich bin Mushuf. Aber du siehst nicht wie ein Krieger aus. Mushuf ist ein großer Krieger und Jäger. Ich ziehe meinen Kunshama und lasse den so geübten, also so Routinebewegungen halt kreisen, quasi mal um das Handgelenk zu lockern, in schnellen Kreisen. Ich bin ein Krieger, ebenso wie Mushuf. Und wenn du ihn nicht herausgibst, werde ich mir mit Gewalt holen, was meine Sippe ist. Du kannst kein guter Krieger sein. Du trägst viel zu viel Kleidung. Hast Angst um deinen Körper. Bist nicht sicher. Ich trage... Mushuf braucht nichts, um sich zu schützen. Mushuf ist selber stark. Also wenn es nicht eiskalt ist, trage ich einen roten Schleier um den Oberkörper, lose, der aber halb durchsichtig ist und wahrscheinlich nicht mehr als dichteren Schleier oder halben Rock um die Beine. Also ich bin als Raja-Geweihte auch eher leicht bekleidet. Okay. Also du hast gar keine Rüstung an. Nein, okay. Ich habe keine Rüstung. Dann guckt er dich jetzt doch ein bisschen an und so. Wundert sich ein bisschen, weil aus seiner Sicht trägst du da Flitte und Tand irgendwie drumherum. Das kann er nichts mit anfangen, aber sieht dann auch, dass das keine wirkliche Rüstung ist. Ne? Oh, Mushuf hat das falsch eingeschätzt. Du scheinst Mut zu haben. Auch kommst du offen zu Mushuf. Tust kein Täuschwerk. Und in diesem Sinne, machst du mal bitte eine Verbergenprobe, Theodora. Ich respektiere Mushuf und seine Kraft, aber ich bin mir sicher, dass ich dich bezwingen kann. Deswegen müsst ihr in Städten, in großen Gruppen leben, wo man sich gegenseitig beschützt und nicht in einer kleinen Gemeinschaft, in einer edlen Höhle, in den Bergen, so wie Mushuf. Ich habe oft genug die Lande bereist, um zu wissen, dass die Verkiner stolze Krieger sind, aber sie mir nicht gleichkommen. Okay, Theodora schleicht sich auf leisesten Sohlen nach drinnen und würde dann von mir jetzt mal einen Token bekommen. Beziehungsweise ich gebe euch einfach jetzt mal allen Token, damit ihr ein bisschen was sehen könnt. Flammfunke, Licht ins Dunkel. Ja, wird aber nicht so viel sehen, glaube ich. Kann nur der Meister. Ja. Das heißt, Fjodor, du findest dich praktisch in einem längeren Höhlengang wieder, den du auch ein Stück Umstieg lang laufen könntest. Du hörst von innen Stimmen, verschiedene Stimmen, also deiner Meinung nach mindestens ein Dutzend, vielleicht zwei verschiedene Stimmen. Das heißt, da ist durchaus einiges los in der Höhle. Aber du siehst auch, dass die Lichtverhältnisse hier sehr, sehr vorteilhaft für dich sind, in dem Sinne, dass höchstens ein paar Fackeln irgendwo an den Wänden angebracht sind. Es gibt viele Schatten, das Licht flackert sehr, sodass auch deine leichten Bewegungen jetzt im Dunkeln nicht so auffallen. Also du kannst dich da sehr, sehr gut eigentlich ungesehen bewegen. Ich höre sie wahrscheinlich noch draußen reden, ne? Genau, du hörst so, aber du verstehst nichts, die sprechen für China. Du hörst kein Wort. Für dich klingt das alles irgendwie... Kein Wort. Hast du nie gehört. Aber ich höre sie reden, das ist schon mal gut. Du hörst sie keine reden, Klingen ja. Schlagen, kein... Nee, keine Kampfgeräusche. Nee. Und es klingt zwar aggressiv, aber du schätzt, das ist einfach... Merkina. Es liegt an der Sprache. Nicht, weil die zornig sind, sondern die unterhalten sich immer so. Ja, also ich lausche noch, also ich, wenn ich drin bin, versuche ich mir einen guten Ort, wo man, wenn da jetzt irgendwie Leute vorbeikämen, sie mich nicht sofort sehen würden, wenn sie jetzt nicht direkt Ausschau halten. Also ich versuche mich in Schatten zu halten, irgendwie,
in so Aushöhlung im Dunklen. Würde versuchen, ein bisschen weiter einzudringen, aber so, dass ich immer noch die Stimmen vernehmen kann. Also ohne die Stimmen zu verlieren. Okay, also es sind eindeutig auch alles Stimmen, die Verkena sprechen. Ich frage mich gerade, wie das klingt wahrscheinlich. Ich stelle es mir ein bisschen wie klingonisch vor. Ja, Verkena ist im grundlegend in thylamidischen verwandt, nur wahrscheinlich etwas rauer, harscher und gutturaler. Ja, wahrscheinlich auch entfremdeter, weil sie einfach sehr, sehr unter sich leben. Und, ja, und ja. Außer auf jetzt durchziehende Karawanen, jetzt Überfälle machen und so, kleinere Lösegelderpressungen, aber sonst leben die schon sehr abgeschieden. Ja, also du kommst da drin und Gesundheit. Und nach einiger Zeit, bitteschön, findest du dich in einem größeren Raum wieder. Und in der Mitte ist so eine große Feuerschale, wo praktisch den halben Raum ungefähr, also von der Mitte aus die Hälfte so erleuchtet. Am Rand ist es immer noch relativ dunkel von dem großen Raum, ist ein riesiger Höhlenraum. Um dieses Feuer, da sitzen ungefähr, ja, du würdest schon sagen, 10, 15 Ferkina, und scheinen irgendein Spiel zu spielen mit irgendwelchen Knochen oder Steinstücken. Du verstehst nicht ganz, wie es funktioniert. Das hat irgendwas mit Einsätzen zu tun, wie es für dich aussieht. Und es führen drei Wege weiter. Also einer so ein bisschen nach Westen, einer nach Norden und einer nach Osten. Du siehst aber, dass der einzige Zugang, wo jemand aktiv zu stehen scheint, ist der nach Norden. Also wo einer steht und auch ein bisschen auf den Zugang guckt. Prima, das ist der Gang, den ich nicht nehmen kann, den ich aber wahrscheinlich am liebsten nehmen würde. Kann ich mich überhaupt so an der Höhlenwand so schleichen, ohne dass mich die in der Mitte sehen? Kannst du sogar ziemlich gut, allein dadurch bedingt, dass das Licht ja eher nur die Mitte erleuchtet und die in der Mitte im Hellen sitzen, das Dunkle erst recht nicht so gut sehen können, weil die Augen natürlich jetzt an diesen Lichtpegel da in der Mitte gewohnt sind. Dann schleiche ich mich links rum in den ersten Gang. Also da bräuchtest du eine Verbergenprobe nochmal, um vorbeizukommen, aber die wäre erleichtert in 2. Kurs 2? Oh, Kurs 2 ist sehr gut. Also, ein bisschen schlechter als vorhin, aber... Du kommst in diesen Raum und du siehst, das scheint... Da geht es auch noch ein bisschen abwärts und... da unten, du weißt nicht, ob das natürlich ist oder ob das irgendwie mit der Höhlenkonstruktion zu tun hat oder irgendwie durch irgendjemand nachgeholfen wurde, vielleicht ein Schaman oder irgendwas, ja. Auf jeden Fall ist es dort deutlich kühler und du siehst auch, dass sie dort irgendwie dann Lebensmittel zu halten scheinen, der Höhle. Also da liegen jetzt irgendwelche, was wären das dann, Lammhälften noch rum, die so ein bisschen haltbar gemacht wurden, auch mit irgendwelchen Sachen, die sie drauf gestrichen haben. Salzhaltig vermutest du. Und du siehst auch drei große Säcke mit Aranien hier liegen. Die... Weiß ich schon mal, wo sie sind. Wunderbar. kann ich jetzt aber schlecht rausschleppen. Von daher mache ich nichts mit. Sonst ist da nichts in der Höhle. Also es ist jetzt einfach eine Höhle, in der ein wenig zu essen ist und nichts weiter anderes zu finden. Richtig? Warum ist jetzt... Oh. Warte. Stopp. So, jetzt. Ja, jetzt ist Discord wieder da. Ich weiß nicht, warum er immer wieder Discord bei mir wegmacht. Okay. Okay, was ich noch gehört habe, ist, jetzt weißt du ja, wo die sind. Jetzt weiß ich, wo die Säcke sind, aber ich kann ja jetzt schlecht... Jetzt kannst du die alle mitnehmen, hast du gemeint, und würdest du die auf den Rücken packen. Genau, ich packe sie mir auf den Rücken, stolziere durch die Höhle und sage, danke für das... Nein, natürlich nicht. Also ich merke mir, wo sie sind. Die sind wahrscheinlich jetzt auch nicht so leicht, oder? Nee, das wiegt schon einiges. Ja, dann versuche ich dir das gar nicht hochzuheben. Nach der Steinerfahrung habe ich gemerkt, mit den Gewichten ist es hier doch ein bisschen anders gelagert, wie auch immer. Und guck mich in der Höhle um, wenn da sonst nichts weiter ist.
nur Lebensmittel eigentlich. Das scheint so eine Lagerhalle zu sein. Ja. Das ein bisschen wenigstens konservieren, dass das nicht jeden Tag was Frisches braucht. Ja. Dann gehe ich wieder so in Richtung Haupthöhle zurück. Ja. Oh. Aber ich sehe wahrscheinlich keine Chance, an dem da vorbeizukommen. Von daher halte ich mich im Verborgenen. Also der scheint dieses Spiel zu beobachten aus Langeweile, mehr oder weniger, was sie da machen. Das heißt, könnte schon versuchen, vorbeizuschlüpfen, aber es wär schon schwieriger als bisher. Ja, von daher halte ich mich erstmal im Verborgenen in dem Gang. Ich versuche mich dann umgekehrt in den anderen Gang zu schleichen, wo niemand steht. Das kann ich ja noch tun. Wenn ich sehe, dass die gut mit dem Spiel zugange sind, muss ich da ja nicht untätig rumsitzen. Ich kann ja mir noch den anderen Gang angucken. Genau. Und wenn du da rumschleichst, läufst du wahrscheinlich unten rum dann wieder, weil du willst ja nicht an dem Typ vorbei. Nee, genau. Natürlich unten rum, also rechts rum. Da hörst du durch die Höhle hallen, so vom Eingang her hörst du, ja, aber Muschuf hat 3 Ziegen und ein Jack und du hast keins. Und dann antwortet irgendwo, also, aber du verstehst es ja nicht, du kannst ja kein Verkehr. Aber ich höre auf jeden Fall sie im Eingang immer noch reden, ne? Und dann erwidert aber auch Rajit irgendwas, genauso stolz im Tonfall. Und die zwei scheinen da jetzt so ein bisschen so, ja, wie die zwei Gockel da gegenseitig halt zu beweisen, wer jetzt der echtere Kerl ist. Und ja, dann schleichst du weiter und du kommst in so eine Art Schlafraum. Also da ist so ein bisschen notdürftig Schlaflager sind hingerichtet. Es werden so gut ja, zwei, drei Dutzend Schlaflager sein, die hier sind. Und es ist auch eine Handvoll Ferkinester gerade am Schnarchen. Okay. Ich sehe aber nicht unseren Gesuchten. Oder siehst du zumindest niemand irgendwie gefangen oder gefesselt hier. Also niemand gefangen, gefesselt, die liegen. Da liegen einige rum, aber die scheinen ganz normal zu schlafen. Ich weiß nicht, wie nah du ran willst, um das zu verifizieren, aber wäre natürlich riskanter, wenn du wirklich 100% sicher gehen willst. Nee, ich gehe nicht ganz nah ran. Also ich guck, beobachte, bleib lieber 2-3 Minuten stehen, im Stillen verborgen, um zu gucken, ob die alle auch schlafen und schnarchen und was auch immer, aber muss mich da jetzt an jemanden ranschleichen. Mhm. Nee, also das scheint ein Schlaflager zu sein, aber sehr wahrscheinlich ist Mohalla nicht. Nein. Also ich gehe davon aus, dass wenn er gefangen wurde, dass er auch gefesselt ist, weil sonst, also ist für mich klar, würde ich wach bleiben, mich rausschleichen. Mhm. Na, also das ist zumindest für Fyodora so. Und von daher gucke ich mir das an und dann weiß ich, habe ich zumindest schon mal den Ort ausgespäht. Das ist alles einfach offenes Höhlensystem sozusagen, ne? Ja. Okay, gut. Dann schleiche ich mich leise zurück. Ja, und bleib in dem Gang, wo ich gerade bin, so ein bisschen in der Ecke verborgen, um zu lauschen, ob von dem Vordereingang jemand kommt oder etwas kommt oder ob die vielleicht reinkommen oder nicht reinkommen. Mhm. Da kommt nichts, aber ich hätte jetzt mal gerne vom Rajit eine Überredenprobe, um den weiterhin ein bisschen hinzuhalten, weil das dauert jetzt schon eine ganze Weile, dass du da drin bist. Hat gut aussehend einen Effekt. Ja. Ist ja auch die Ausstrahlung. Dann habe ich Quest 3. Okay, also er scheint schon sehr, sehr an deinen Lippen zu hängen. Er scheint ziemlich auch beeindruckt zu sein, dass du für China sprichst. Also das ist, merkst du auch, wie er dir jetzt auch Respekt vor den Gegenden würde, wahrscheinlich nicht bei jemandem tun, der seine Sprache nicht sprechen würde, selbst wenn er es verstehen würde. Er sieht in dir schon so ein bisschen auch einen Ebenbürtigen und deswegen auch deiner Meinung nach auch ein bisschen dieses Gebaren jetzt gerade hier rauszustellen, warum er der Größere ist. Das heißt praktisch schon, dass du es würdig bist, überhaupt darüber zu diskutieren. Ja, also sonst mit jemand, der klar unter ihm sein würde, da würde er gar nicht solche so Machtgebaren jetzt an den Tag legen, dass er da seinen Status versucht zu zementieren.
Doch, ja, und Muschows Verstand ist so scharf. Ihr könntet Muschow niemals täuschen, das wette ich mit euch. Niemals könntet ihr Muschow täuschen. Ich muss Muschow nicht täuschen. Ich kann ihn im offenen Kampf besiegen, wenn es notwendig wäre. Aber welchen Verpreis verlangst du für den in eurer Gewalt? Den mit der feinen Hose. Im hübschen Hemd. Familie bezahlt bestimmt viel Geld. Schwache Stadtbewohner. Welchen Preis verlangst du? Ich möchte ihn haben. 5 Rinder. Starke Rinder, gesunde Rinder. Kurze Frage, was ist der Umrechnungsfaktor von Rinder in Dukaten? Rinder in Dukaten, also ein Pferd schon, wie viel kostet 75? Ne, 57 oder 75? 75, gell, kostet ein Pferd. Das ist unterschiedlich, weil ich glaube, das Basispferd im Regelwerk ist ein ausgebildetes Reitpferd mit 75 Dukaten. Aber da wird wahrscheinlich ein Rind schon nochmal mehr kosten. Ein Rind wird günstiger sein als ein ausgebildetes Reitpferd. Das ist ja wie ein ausgebildetes Pferd. Das Basispferd kostet 20% weniger. Ja, okay. Aber dann würde ich sagen... Das kostet so 600. Aber ja, so in dem Dreh wird sich wahrscheinlich, je nachdem, ja, was für ein Rind gemeint ist. Dann, rechnen wir mal den gleichen Preis, also auch 75 Dukaten. Das heißt, wie viel habe ich gesagt? 5 Stück? 4 Stück? Weiß ich nicht. Sagen wir 4, das lässt sich schön rechnen. Dann sind es 300 Dukaten. Für diesen leichten Fang willst du 300 Dukaten. Muschow muss seinen Wert beweisen. Muschow hat ihn gefunden. Muschow wird für die Sippe Großes tun damit. Und wenn die Sippe erfährt, dass du einen Mut- und Ehrenlosen gefangen gesetzt hast, dann magst du drei. Dann, und wenn du dann 300 Rinder bringst, wird die Sippe über dich lachen. 300. 4 Rinder bringst, dann wird die Sippe über dich lachen. Weil sie wissen, wofür du sie erhalten hast. 300 Rinder. Das ist weder Mut, zeigt weder Mut noch Tapferkeit. Okay. Ja, bei 300 Rindern. Da lacht keiner mehr. Ja, bei 300 Rindern lacht keiner mehr, weil alle plattgetrampelt wurden, wenn die reingekommen sind in die Höhle. Muschow der Rinderkönig wäre das immer noch in den Bergen. Dieser Lärm. 300 Rinder. Wer ist das? Das ist Muschow und seine Rinderherde. Lauf! Lauf! Siehst du diese Staubwolke am Horizont? Da kommt Muschow und er reicht auf seinen 300 Rindern. Du könntest mal eine Bekehren überzeugen Probe machen, inwiefern du denn jetzt seine Wertvorstellung erfolgreich attackieren kannst. Ich würde dafür, glaube ich, sogar mirakeln. Und in der Zeit machen wir innen weiter. Möchtest du noch was tun? Tja, ich höre die reden. Die höre ich spielen, ne? Ah, du könntest meine Sinneschärfe machen, so sehr ich es hasse, so oft Sinneschärfe einzusetzen. Ich chippe. Muss ich gerade gucken, ob ich beide chippe. Die Wahrscheinlichkeit ist unter 15 bleibt es 75%. Also es lohnt sich an sich, wenn die 15 nicht drin ist, an sich lohnt es sich meistens auch die 15 zu chippen. Ah, 2. Siehst du, hat sich um einen Punkt verbessert. Mhm. Du hörst ganz, ganz leise, das muss ein Stück weit tiefer in diesem nördlichen Gang sein, also ein ganzes Stück tiefer, hörst du das leise Singen in ptolemäischer Sprache, irgendein Klagelied, wo jemand sein Schicksal beklagt, der so viel erleiden muss in dieser Welt und doch eigentlich für die Liebe bestimmt sei. Oh, jetzt bemitleidet er sich. Na, super. War klar, eigentlich geschieht ihm das recht. Wer rennt denn auch hier mittendrin weg? Und jetzt sind wir in der Kacke und ich sitze hier allein herum und weiß gar nicht, was ich tun soll. Fyodora, fass dir Mut. Und in diesem Moment siehst du, wie einige aufspringen von diesem Feuer und die Hände in die Luft reißen und irgendwas sagen, was du nicht verstehst. Und der eine von dem Gang, der da steht, der rennt auch jetzt dahin und guckt sich das an, was da los ist. Also irgendwas muss bei diesem Spiel passiert sein, aber du hast keine Ahnung. Also du kannst mal eine Probe machen auf Glücksspiel. Gibt's doch Rettungsspiel. Hm. Ja, ob du das irgendwie einschätzen kannst. Gar nicht.
bloß keine Ahnung, was sie da tun oder warum. Ob das jetzt Freude oder Schock ist oder jemand beschissen hat, du hast keine Ahnung. Aber große Aufregung. Das ist der Moment des Mutes und ich fasse mir ans Herz und versuche mich hier rechts herum aus dieser Position, wo ich bin, wenn der nämlich den Gang verlassen hat, in den Gang zu huschen. Okay, dann husche mal. Verbergenprobe um 2 erleichtert. Yes! Und du huschst in den Gang und das ist ein ziemlich langer QS3. Du huschst lautlos, huschst du da entlang. Und du huschst und huschst und huschst. Ich hätte den kürzer designen sollen, aber so sieht es mir wieder echt egal aus. So. Und schließlich, nachdem du gefühlte Stunde gehuscht bist, kommst du zu einem größeren Raum, der aber so verbarrikadiert ist. Mit so Holz ist da so zusammenverkeilt und so ein paar Stahlstangen. Und dahinter scheint in so einem kleinen Höhlenraum jemand zu sitzen und dieses Klagelied anzustimmen. Da wechseln wir wieder kurz zu Ratchet. Du hast 2 QS, richtig? Korrekt. Okay, und du merkst schon, wie er irgendwie auch so ein bisschen getroffen ist von diesen Worten, die du sagst. Und aber ihr meint, mein Clan nimmt mich nicht ernst. Muschuf. Wie können sie euch ernst nehmen für diesen Mutlosen, den du eingekerkert hast? Muschuf. Aber sie sagen mir nichts. Respektieren sie Muschuf nicht? Haben sie Muschuf nicht respektiert? Nicht, wenn du nicht wusstest, diesen Mann gefangen genommen zu haben. Weil man fragen kann, ob man ihn Mann nennen darf. Kürzlich haben sie mich ausgelacht, als ich ein viel zu kleines Lamm gefangen habe. Sie sagten, dass ein Lamm das Kinder fangen könnten, aber er scheint jetzt wirklich ein bisschen betroffen zu sein. Tut mir fast ein bisschen leid. Jetzt gehen wir innen weiter. Du stehst also vor dem eingesperrten Mohalla. Und ich flüstere leise, beziehungsweise ich versuche zu flüstern und hoffe, dass es kein Echo in der Höhle gibt. Oh, das gibt's. Der singt ja. Dann, Ich mache einfach nur. Ist da jemand? Hallo? Bring mich hier raus. Wer seid ihr? Halt den Mund. Und er guckt so ein bisschen durch diese Bretterverschlag und sieht jetzt dich und sagt: Gut, dass er kommt. Verkenas haben mich aus meinem Zimmer entführt. Deine Nanny ist da. Hast du diesmal ein paar Nüsse? Zwei Nüsse. Na, was Leckeres. Oder was wolltest du jetzt draußen? Ich wurde entführt. Diese Wilden. Ja, natürlich. Sie haben das Gasthaus gestürmt. Oh ja, das Gasthaus ist... Ja, so sind sie, diese Wilden. Keine Kultur, kein Respekt vor dem Hab und Gut anderer Menschen. Aber ich bin froh, dass ihr jetzt da seid. Vollidiot, halt den Mund. Könnt ihr mich hier rausholen? Sehe ich so aus? Er nickt vorsichtig. Kannst du schleichen? Also ich könnte mich jetzt nicht aus meinem Zimmer schleichen, aber ich denke, könnte ich mich leise bewegen, denke ich. Gut. Und ich mache mich irgendwie leicht an diesen Brettern zu schaffen, um zu gucken, dass ob man ihn da rauskriegt. Ein Schlüpfkraft. Natürlich. Ich versuche das mir mit geschickt so zu hebeln, dass da ein Loch entsteht. Dann würde ich sagen, dann mach mal eine Körperbeherrschungsprobe, aber um 2 erschwert. Ja, das geht aber. Okay, und du hebelst ein Loch auf, das groß genug ist, dass er da durchhuschen kann. Und jetzt steht er neben dir und klopft sich so ein bisschen den Staub von der feinen Pluderhose. Leise. Man hört dich bis oben hin. Was? Das hört doch niemand. Das ist doch, ich hab dich hier gehört. Wirklich? Ja, sonst wäre ich wohl kaum hier. Ich hoffe, die haben meine schiefen Töne nicht gehört, aber... Doch,
Die hat man bestens gehört. Dein Gesang solltest du nochmal üben. Egal. Sei leise und schleiche hinter mir her. Leise. Okay, bemüht sich leise hinter dir her zu bleiben und kommst wieder zurück an diesen, bis zu diesen Höhlen, also bis zum Eingang in diesen Tunnel. Ja, ich habe aber, also ich habe auch meine beiden Dolche jetzt gezogen. Okay, also da steht jetzt noch dieser Mann wieder da, aber der ist jetzt wieder zurück von diesem Feuer. Und der steht auch mit dem Rücken zu dir. Mhm. Ja, aber ich halte ihn zurück und halte ihn auf und bleib erstmal stehen. Okay. Ich hoffe immer noch, dass die anderen einfach reinkommen und für Ablenkung sorgen, sodass ich... Wir bleiben erstmal im Hintergrund stehen, solange man uns nicht hört und nicht sieht. Okay. Stehe ich mit ihm in dem Gang. Ihr steht in diesem Gang. Was macht ihr draußen? Muschuf, ich kann dir einen Handel anbieten. Du bringst mir diesen weichen Mann... Und ich überlasse dir für diese Klinge und du kannst sagen, du hast sie im stolzen Zweikampf errungen. Ich werde euch helfen, euren wertlosen Freund zurückzubekommen. Er hat mich ohnehin nur meine Ehre gekostet und mein Stolz. Ihr sollt ihn haben. Und er macht kehrt und geht in die Höhle hinein. Und du, Fyodora, siehst jetzt, wie dieser Mann, mit dem, du hast keine Ahnung, wie der heißt, glaube ich, der sich mit Ajit unterhalten hat, an dem Höhleneingang, wie der jetzt nach innen kommt, diesen großen Höhlenraum. Und der guckt jetzt so in die Richtung und bist du nicht sicher, ob er euch sieht, also er guckt zu diesem Gang, wo du drin bist und ja, und du bist ja nicht sicher, aber du glaubst, dass er ein bisschen so grinst, fast schon. Ja. Wenn er in unsere Richtung guckt, gehe ich garantiert nicht raus, also ich Und er nähert sich dann der Mitte. Sieht dann so, weiß nicht, wenn der Lendenschutz hat, hat er wahrscheinlich nicht viel Taschen, aber sieht aus so einem kleinen Beutel an der Seite so ein paar Steine oder so Knochenstücke und schmeißt die mit so einem Knall da in die Mitte von diesem Ding und plötzlich springen alle wieder auf, als ob er jetzt irgendeinen genialen Schachzug gemacht hätte. Und auch der eine Typ von deinem Eingang kommt wieder hergehuscht und guckt sich das an. Oh, das ist der Moment, wo ich mir hier unseren kleinen Ausbeuter sozusagen so im Zeichen gebe und dann den Gang versuche zu verlassen. Du verlässt den Gang und möglichst an den Außenseiten. Und dieser eine Fakina folgt dir mit einigen Schritten Abstand nach draußen. Kriege ich das mit? Die anderen seht jetzt, wie Fyodora kommt. Nein, er schleicht ziemlich gut, er ist ein Jäger. Ja, okay. Du achtest gerade eher auf... dass ich nicht gesehen werde, ja. Ja, und dass du nicht gesehen hast, genau. Ja. Und die anderen seht jetzt, wie Fyodora mit Muhalla tatsächlich aus der Höhle kommt. Huch. Nun, dann wird Muschel wohl seinen Säbel entgehen. Das sollten wir uns wohl beeilen und gehen. Kommt wenig später hinterher. Ja, ich würde tatsächlich auch gar nicht lange zögern, sondern Muhalla mit auf mein Pferd ziehen, damit wir wirklich schnell aufbrechen können. Wenn die verhandeln, dann hole ich mir meinen Rucksack wieder, meine Tasche. Okay. Findest du die wieder? Das weiß ich nicht. Was soll das? Das findest du. Nein, das findest du. Jetzt. Ja. Nee, und er sagt, Khajiit, sagt Muschuf, als er nach draußen tritt. Wenn ich jetzt nicht sehr lange brauche, wäre ich dann von weg. Der ist nur ein paar Schritte dahinter. Achso, er ist direkt hinter mir rausgekommen. Okay, ja. Der sucht noch seinen Gefangenen. Khajiit. Muschuf hat sein Wort gehalten. Huch, ich erschrecke. Und grinse ihn kurz an und gehe zur Seite. Und gucke Khajiit an. So wie ich das sehe, wurde Muschuf von einer Frau übertölpelt. Und das heißt. Und Khajiit hat mitgeholfen,
Muschuf zu täuschen. Das wohl, aber auch die Ferkina setzt eine List ein, wenn es richtig ist. Schließlich hätte ihr sonst niemals die Möglichkeit, Mauern zu überwinden. Insofern sehe ich mich in keiner Schuld. Du hast deine Abmachung nicht vollbracht, dementsprechend habe ich keinen zu vollbringen. Wir beide haben unsere Ehre heute verloren, Khajiit. Wir beide, große Männer, haben unsere Ehre verloren. Ich verstehe nicht, was die reden. Das magst du so sehen. Ich werde auf jeden Fall mit meiner Beute aufbrechen. Ich werde euch begleiten. Wohin willst du uns begleiten? Wir werden dich nicht mitnehmen. Sicherstellen, dass ihr eure Ehre wieder zurückholt, so wie ich meine wieder zurückhole. Du wirst nicht an meiner Seite reiten. Nein, aber ich würde nicht weit von euch sein. Dann versuche, mit einem Pferd Schritt zu halten. Und ich würde ihn einfach nur aufs Pferd ziehen und dann würde ich... Und ich hoffe, dass Feodora die Zeit genutzt hat, um zu ihrem Pferd zu gelangen. Ja, ja, ich verstehe also sowieso nicht, was die sich unterhalten. Also, ich habe ihn nur erstaunt angeguckt und mir gedacht, oh, Backe. Also er lässt euch davonreiten, aber du spürst den Blick eines Ferkinas, der auf einem Felsen steht, der euch begleitet, bis ihr aus seinem Sichtfeld entschwunden seid. Und der bei all seinen Göttern schwört, dass ihr euch heute hier nicht zum letzten Mal gesehen habt. Das ist okay. Khajiit? Also, der Göttin heißt eigentlich Rastula, glaube ich. Also, bei allen. Aber Rastula. Es ist nicht identisch mit Rastula. Das muss man mal aufpassen. Okay, aber es ist nur ein Gott trotzdem. Ne? Ja, ja. Ja, ja, also nicht bei all den Göttern, sondern bei seinem Gott schwört er es. Nun, ich denke, der gute Muschuf wird einen weiteren Versuch starten, aber wir sind ja jetzt gewarnt. Wir haben ihn ziemlich vorgeführt und er wird schlecht zu seiner Sippe zurückkehren können, um ihm zu sagen, dass er seine frisch geborene Beute verloren und nichts dafür gewonnen hat. War das... Hast du dich die ganze Zeit da vorne mit ihm unterhalten? Ja. Ah. Es war gut, in der Höhle waren... viele von denen... Dann hoffen wir mal, dass Muschuf sich so sehr in seine Ehre gekränkt sieht, dass er es auf eigene Faust versucht, weil es seine Ehre ist, die er wiederherstellen möchte und nicht der Meinung ist, dass er seine Sippe auf uns ansetzen sollte und sich noch mehr entehren muss, weil er es alleine nicht vollbringen kann. Ehre? Oh, ich habe gedacht, als ich den gesehen habe, als er aus der Höhle kam, dass er gleich seine ganze Sippe zurückruft, die da irgendwas gewürfelt haben. Die Ferkina mögen wie Wilde erscheinen, aber auch sie haben eine Kultur und ein... Ehre spielt in ihrer Kultur eine große Rolle, auch wenn es vielleicht ein anderes Ehrverständnis ist, als wir es kennen. Oh, Ehre, Ehre. Das muss ich mir... Du musst mir auf jeden Fall ein bisschen mehr von ihnen erzählen, sollte ich eine Geschichte schreiben. Ich dann doch nicht die Ferkina im falschen Licht stehen lassen. Ich bin sicherlich kein Experte für Ferkina. Aber vielleicht kann ich dir das eine oder andere mitgeben. Kann euch auf jeden Fall erzählen, andere, was ihr da besprochen habt. Ja, ich kann euch auch das ein oder andere mitgeben, sagt Muhalla ganz fachmännisch. Ich habe erlebt, wie sie leben. Und ich hoffe... Euren Mund, sonst weiß ich nicht, was heute noch mit euch passiert. Und er zuckt etwas zusammen, als Elisha da ihn jetzt so anfährt. Also vor ihr scheint er fast am meisten Angst jetzt hier zu haben, bei dem Blick, den sie Und ich hoffe, es hat ihr vor Augen geführt, welche Narretei es ist, dich auf eigene Faust in die Wildnis zu schlagen. Da ist nichts mit ein Leben wie ein Wildpferd. Du bist kein Wildpferd, du wirst gefangen und in eine Herde getrieben und du weißt nicht, ob du zum Schlachter geführt oder zum Zureiter gebracht wirst. Und dennoch, es war doch meine einzige Chance, meine Freiheit zu erhalten. Ich will diese Frau nicht heiraten. Daran hat sich nichts geändert, Khajiit. Nun, das verstehe ich vollkommen, aber das ist etwas, was mit einer Flucht nicht zu klären ist. Eine Flucht, eine List, es ist mir egal wie, aber Sarg könnte mir nicht irgendwie helfen. Wenn ihr offen mit mir sprecht, dann kann ich sehen, ob ich euch helfen kann. Aber wenn ihr mir weiterhin etwas vorspielen wollt, dann nicht. Oder mir etwas vorspielen lasst von jemandem, der sich als euch ausgibt für euer Freund. Ach, Shaykan, ja. Kam auf mich zu und hat es mir angeboten. Wie hätte ich es ablehnen sollen? Ich kann verstehen, dass... Er spacht sie an und er soll sie haben. Es ist mir gleich. Nun, Entschuldigung. Aber dann ist das doch etwas, was ihr... eurer Versprochenen und ihrer Familie viel mehr offenbaren müsst als mir. Und eure Flucht wird das Ganze nicht ändern. Shaykan wird sie nicht haben können.
Und ihr werdet nichts gewinnen. Im besten Fall endet ihr als Gefangener, im schlechtesten Fall endet ihr tot. Das haben wir heute sehr genau vor Auge geführt bekommen. Ja, aber es ist unmöglich, dass ich ablehne oder durch meine Schuld diese Hochzeit nicht zustande kommt und ich dann zu meiner Familie zurückkehren kann. Das würden sie mir nie verzeihen. Nun, aber zu flüchten und zu sterben erscheint mir nicht nach einer besseren Option. Ich denke, dass, wenn ihr vorbringt, dass man euch in eine Ehe zwingen wollt, die gegen euren Willen ist, euch auch der Raja-Tempel zu El-Burum Asyl gewähren wird, bis diese Sache geklärt. Das würdet ihr für mich tun. Ich würde es nicht nur für euch tun, ich halte es für meine Pflicht. Denn der Zwang zu einer Ehe ist weder Travia noch Raja noch einem der anderen Zwölfe gefällig. Aber niemand darf zu etwas gezwungen werden. Aber ihr wisst doch noch nicht einmal, ob ihr ihn mögt oder nicht. Ihr gebt ihm im ganzen Jahr nicht mal eine Chance. Auch das kann durchaus Teil einer Absprache sein, dass ihr sie kennenlernt und euch zumindest der Frage stellt, ob es möglich wäre, dass ihr mit ihr eine Verbindung eingeht. Ihr könntet mal eine bekehren, überzeugen, wo man, also einer von euch beiden oder auch beide, dann zählen wir zusammen das Ergebnis. Auch das würde ich mirakeln. Alter, Leiche würde den gerne umbringen gerade. Ich muss, glaube ich, mal eine Willenskraft proben. Also du kannst auch bekehren überzeugen. Dann... Ich möchte dich bekehren überzeugen. Ich möchte einschüchtern. Kannst auch einschüchtern. Hat sich auch nicht gesteigert. Nee, ich glaube, es hat sich auch nicht gesteigert. Thorgrim zählt wahrscheinlich gerade seine Rädchen. Ob alle noch da sind, oder? Da Sand drei... reingekommen ist. Es wurden drei von den Ferkinder geraubt. Die brauchst du wieder zurück. Oh shit. Ah, vielleicht geht das in der Masse unter. Vielleicht geht es schon in der Masse unter. Du glaubst, jemand, der Feinmechaniker ist, dem fällt das nicht auf, dass im Detail da wirklich Zahnräder fehlen? Ich fürchte, er wüsste es. Okay, also Elijah hat eine Willenskraftprobe gemacht, das heißt, du bist jetzt sauer. Ja, sehr sauer. Okay, da du wirklich vor dich hin fluchst und tobst und der arme junge Mann da irgendwie immer mehr Angst vor dir zu kriegen scheint er empfänglicher zu sein für Rajits Vorschläge, doch vielleicht mal der Dame eine Chance zumindest zu geben, bevor er dann vielleicht in den Tempel flüchtet, aber dass es zumindest mal sie kennenlernt und dann sein Urteil trifft. Und ja, er pflichtet dir bei, Rajit das so zu tun. Wenn du natürlich die Tempeltür für ihn offen hältst, wenn es dann nicht so ist. Jemand so etwas zu zwingen, was er nicht möchte, ist nicht im Sinne der Zwölf, vor allem wenn es um etwas so Intimes und Wichtiges geht, wie den heiligen Schwur der Ehe zu leisten. Wohin geht er jetzt genau? Ihr seid jetzt in den Bergen unterwegs und wohin geht er jetzt? Ich würde sagen, wir reiten zurück zum Gasthaus, weil den Weg sollten wir zumindest grob finden. Bevor wir versuchen, irgendwie abzukürzen. Ich weiß nicht, ob einer von uns noch nicht wildniskundig ist. Sofern Mufala überhaupt ins Gasthaus zurückrennen möchte. Denn nachdem die Ferkiner dieses Gasthaus laut ihm ja überfallen haben, mit einer ganzen Horde, nur um ihn persönlich zu entführen, wurde dieses Gasthaus abgebrannt. Und ich fürchte, ich weiß nicht, wer überlebt hat, Mufala. Da hast du wirklich Schlimmes angerichtet. Ja, wisst ihr, es mag sein, dass ich mit meiner Geschichte etwas ausgeschmückt habe. Ja. Jetzt haben sie mich ja nicht direkt im Gasthaus geschnappt. Nun, wir erreichen gleich. Nicht? Sondern davor, vielleicht... als ich kurz draußen war, um Luft zu schnappen. Hört jetzt verdammt nochmal auf zu lügen, ja, sonst werde ich mir noch ganz andere Dinge mit euch überlegen. Okay, ja, vielleicht bin ich ja abgehauen und es war ein Fehler. Wir müssen auf dem Weg auch den guten Melek-Helm noch wiederfinden und ihn mitnehmen. Also Name ist echt geil. Das ist irgendwie so, man hat sich bemüht, dass das Tulamidische irgendwie mit dem Mittelreichischen Fangs zu verheiraten, dann kommen so Namen wie Melek-Helm raus. Oder Abu-Brecht. Aber gut, es sei wie es sei.
Also, auch Malekam ist euch sehr dankbar, dass ihr ihn nicht vergessen habt, ja. Ein bisschen enttäuscht, dass keine Aranien dabei habt, aber er meint trotzdem, könnt ihn jederzeit in Zorgan besuchen kommen, da hat er seinen Aranienladen. Und ich erzähle Malekam, dass seine Ware angekettet in einem Stollen, der absolut unzugänglich ist und beschützt von mindestens 10 Ferkinas im Lager gehortet war, sodass es keine Möglichkeit gab, da dran zu kommen. Ja, klar. Krämt euch nicht. Ihr habt für mich genug getan. Ich danke euch. Vielen, vielen Dank. Und dann kehrt ihr gemeinsam zum Gasthaus zurück. Es ist schon frühe Morgenstunde, als er wieder dort ankommt und die bereiten gerade den Aufbruch vor und ja, Beremosch grinst euch bereit an, als er zurückkehrt. Na, habe ich doch gehofft, dass ich mich auf euch verlassen kann. Und der gute Mohalla ist auch dabei. Fein, fein, fein. Da kann ja alles wie geplant stattfinden. Ihr könnt froh sein, dass ihr ihn an einem Stück zurückgebracht. Ja, ja, ich weiß. Eure Mutter wird lobende Worte von uns erfahren. Macht euch keine Sorgen. Wir wollen ja die gute Dame auch ausreichend würdigen, ne? Und er guckt dich an, respektvoll. Wir sollten aber sehen, dass wir noch einige Stunden Schlaf bekommen. Ja, ihr könnt auf dem Wagen schlafen, sonst kommen wir zu spät. Oder so. Hoffentlich werden wir nicht von Fakina überfallen auf der Strecke, aber ansonsten... Ihr sollt auf jeden Fall äußerst wachsam sein. Oh ja. Möglicherweise gab es da unschöne Begegnungen. Hm, sind die Augenbraue hoch. Der gute Herr hat sich von Fakina anfangen. Und schüttelt so etwas den Kopf in der Manier wie... Da habe ich mir schon gedacht, dass irgend sowas passiert ist. Also er scheint den jungen Herrn da in der Richtung auch ganz gut zu kennen, dass das nicht untypisch ist für ihn. Ja, und so brecht ihr weiter auf und zum Glück ohne weitere negative Ereignisse könnt ihr weiter bis nach Elberum reisen. Darf ich eine Regeneration würfeln? Ihr dürft alle Regenerationen nochmal würfeln, ja. Eine? Eine, ja, weil so lange dauert es. Eine, ja. Ja, ja, alles gut. Mhm. Und ihr kommt an und ihr würdet ihn dann abliefern, oder? Hab ich euch verstanden, ganz normal. Ja. Sehe ich das richtig? Die KP werden nicht automatisch vom Programm gut geschrieben. Das muss ich jetzt manuell machen, richtig? Kann sein, oder du musst rechtsklicken drauf und sagen, gut schreiben oder so. Okay, wie kann ich eine Erholungsprobe würfeln? Du musst auf den Charakterbogen unter Eigenschaften, da ist so ein Mond neben Lebenskraft unter den Attributen. Das ist der Regenerationsklick-Ding, da klickst du drauf. Und da kannst du dann auswählen, was, unter welchen Bedingungen und so weiter. Und dann würfelst du es und dann wird das gewürfelt. Achso, Julie, wenn du das jetzt alles immer rausschneidest aus dem Stream und als Shorts machst, dann haben wir auch noch gleich ein Tutorial für die Leute gemacht von Foundry. Immer wieder diese Ausschnitte. Ja, was du die Dinge noch brauchte, ist mehr zu tun mit den Videos und den Streams. Auf jeden Fall. Kannst aus jedem Stream kannst du 20, 30 Shorts schneiden. Kannst jeden Stream als Shorts veröffentlichen. Als Shorts, ja. Jeweils eine Minute. Also. Für die Anleitung für Foundry DSA 5. Nein, den ganzen Stream. Ja. Du machst aber jede Minute einen Cut und dann wird der als 180 Shorts veröffentlicht. Aber am Anfang von jedem, was bisher geschah und dann Ausblick auch noch an den Shortplan. Oder du beschleunigst ihn einfach so stark, bis er in den Short passt. Ja. Wow. Das wäre schon wieder witzig. So. Ja, dann würdet ihr Mohalla abliefern, wie ich euch verstanden habe. Und also im Prinzip bricht er die Karawane jetzt direkt mit ihm los. Genau, ihr würdet ihn dann, wenn ihr es jetzt so macht, wie ich das verstanden habe, ihn abliefern bei der Zielfamilie. Das ist der Plan. Und auch dort entsprechend entlohnt werden. Und euch auch Dank gewiss ist, dass alles so geht. Mohalla ist so mit einem Lachen in einem weinenden Auge. Ich glaube, er hat auch schon seine Lektion gelernt, dass er da gerade noch mit dem Leben davon gekommen ist und es hätte auch anders ausgehen können. Ja, wenn er bei Leishas Wut begegnet wäre. Ja, genau, das meinte ich. Und Fakina waren auch noch da. Ach, die Fakina, die hätte sich freiwillig angeschlossen. Als der Fakina mit der Pludohose wäre er bekannt geworden. Als der Freund von Muschow mit den 300 Rindern. Die jetzt alle auf der Jagd nach Rajit sind. Mhm.
Ja, aber sie sind auf der Rat nach Hajin. Das ist ja sein Geburtsname. Er hat sich mit seinem Geburtsnamen vorgestellt. Hajin, und der mächtige Krieger. Hajin, aber ja. Hajin. Und Hajin. Dann würdet ihr jetzt praktisch in Elberum erstmal unterkommen. Ich schätze sogar wahrscheinlich bei deiner Familie, oder, Elisha? Ja, sicher, ja. Und dann würden wir nächstes Mal damit fortfahren, eure Recherchen vielleicht zu eurem anderen Fall anzugehen. Nach der Urlaubspause. Dann ist das ein guter Punkt zum Cutten. Thorgrim hat auf jeden Fall seinen Sack immer noch dabei. Seinen Sack immer noch dabei. Den kannst du jetzt theoretisch noch abliefern vielleicht. Ja. Bei wem nochmal? Wir haben da so ein Thread, da stehen Kommentare und Hinweise. Moment, ich muss mal kurz hochscrollen. Und das ist der Eintrag bei deinem Intro. Ja, Mechanicus Bla, Thorgrim soll ihn. Haruman, am Laden direkt am Marktplatz. Mhm. Haruman der Graue oder Haruman der Weise? Ich hoffe, der Weise. Haruman der Gelbe. Das ist Haruman der Gelbe, der ist blond. Ne, der ist nicht blond, aber also du kommst doch zu diesem ja, Mechanikus, der Spezialist für Beschichtungen ist. Ja. Und als du hereinkommst, ja, ist es so ein recht grober, breiter Mann, mit so einem Schnauzbart. Sieht jetzt gar nicht aus wie so einer, der nicht wie der Feinmechaniker aus, sondern ist eher ein gröberer Mann, der jetzt eher für dich wie ein Schmied aussieht, als wie jemand, der mit Beschichtungen zu tun hat. Aber dann kommst du rein. Was gibt's? Also Beschichtungen. Gute Beschichtungen hier. Tatsächlich, ja. Ich will den Sack eigentlich so auf seinen Tresen oder was auch immer er hat drauf scheppern. Überleg's mir im letzten Moment aber und lege ihn vorsichtig seitlich drauf. Also er sagt nicht, der Abobrecht hat euch geschickt. Ah, genau so ist es. So ist wieder der mit seinen Automaten immer, der spinnt doch. Ja, keine Zukunft. Da sagt er was. Ja, soll ich ihm schon wieder Zahnräder hier beschichten? Da? Einen ganzen Sack voll. Ah, ich hätte mit ihm keine Geschäfte machen sollen. Seit ich dem was schulde, muss ich ihm Zahnräder beschichten bis zum geht nicht mehr. Was macht der mit den ganzen Zahnrädern? Macht doch kein Mensch. Naja. Eure Axt können wir auch mal wieder beschichten. So müsst ihr die ja dauernd reinigen. Ihr könnt meine Axt beschichtigen? Mein, also außerdem ist es ein Hammer. Oder meint ihr? Achso, das ist ein Hammer. Das sah aus ich wie eine Axt. Zwergenskra, ja? Es ist, ja, die hat er gemeint. Ja. Da, wenn ihr die voll Dreck und Blut habt, dann müsst ihr sie ja jedes Mal richtig reinigen. Aber mit meiner Beschichtung. Das ist ja eine echte Zwergenaxt. Naja, sag ich ja, dann lohnt sich's ja. Also jede x-beliebige Axt würde ich die nicht extra beschichten, das ist das viel zu aufwendig. Habt ihr denn irgendwelche Referenzen? Referenzen. Der gute Abobrecht lässt alle seine Sachen bei mir machen. Ja, aber der ist auch verrückt. Ja, das mag sein, aber er versteht was vom Handwerk. Lasst euch bloß nicht von ihm in seine Automatensache reinziehen. Er soll mir nur eine Auskunft geben, ich suche einen Schmied. Ja, so fängt es immer an. Der Kerl sucht einen Lehrling, passt bloß auf. Ja, das schickt er sie her. Das schickt er sie her, Zahnräder beschichten zu lassen und schwuppsiwupps. Das ist so eine Art Initiationsritual, das er vollführt. Was? Ihr seid schon der Fünfte, der hier Zahnräder anschleppt. Kann doch gar nicht wahr sein. Alles junge Kerle. Ich suche nur einen Schmied, der ein ganz besonderes Metall verarbeiten kann. Ja, dann hoffe ich mal, dass er euch wirklich weiterhilft. Ihr kennt nicht zufällig einen... Ein was? Ja, einen Schmied, der besondere Metalle verarbeiten kann. Ja, was für besondere Metalle meint ihr? Naja, ihr scheint ja zumindest euer Handwerk zu verstehen und mit Metallen oder Alchemie oder was auch immer. Kennt ihr euch ja ein bisschen aus? Ja, jetzt druckst mich rum wieder. Arcanium, ich suche einen Schmied, der Arcanium verarbeiten kann. Arcanium. Nein, da kenne ich niemanden.
Könnte aber sein, dass er Abu Brecht da wirklich jemand kennt. Er braucht da immer spezielle Metalle für seine Automaten. Naja. Also Lehrling werde ich ganz bestimmt nicht. Nicht beim menschlichen Automaten. Naja, natürlich. Schwachsinn. Ja, sag ich ja auch. Ich guck mich mal so um in seiner Werkstatt. Was macht der denn so? Also der scheint in der Tat verschiedene Metalle und auf einmal auch Waffen und so zu beschäftigen. Er meint, das härtet die Waffen und macht sie auch pflegeleichter. Ich nehme mal, wenn die da so liegen, in so einer Art Auslage, könnte man die anfassen? Ja, kannst du. Dann würde ich mal so einfach mal eine mal so in die Hand nehmen und mir die mal anschauen. Es ist das Ding hier beschichtet. Ist es. Natürlich. Ich spucke darauf. Okay, die Spucke perlt praktisch ziemlich elegant davon ab und tropft auf den Boden. Also beschichtet, habe ich doch gesagt. Naja, oh, spart. Sogar eure Zwergenspucke läuft runter wie Öl. Wie habt ihr das gemacht? Ja, mir ein Geheimnis. Sag euch, Beschichtung, das ist die Zukunft. Nicht Automaten, Beschichtung. Das ist schon eher mein Geschmack. Ja. Ich könnte euch alles sagen, dass ein Lehrling braucht. Torgen im Lachen. Aber zuerst hätte ich noch einen Sack mit beschichteten Dingen, die ihr nach Torgen tragen müsst. Immer hin und her. Ihr müsst die beschichteten Zahnräder nachher natürlich wieder zurückbringen. Das wird euch der Abo Brecht nichts erzählen. Das könnt ihr ja glauben. Was wollt ihr denn für die Beschichtung von so einer Axt oder einem Hammer haben? Ein Hammer. Ah, wenn es nur eins ist, lasst's hier. Ich mache euch das fertig bis in ein, zwei Tagen. Dann gebe ich euch das samt den Zahnrädern wieder zurück. Ah, wunderbar. Wunderbar. Und ich hole meine Zwergenskraja heraus und lege sie ihm vorsichtig auf den Tisch. Aber keine Kratzer. Ja, ist ein gutes Stück. Er nimmt die so und guckt die ein bisschen im Licht so an und. Kannst du meine Krallen auch? Die kann ich gut beschichten. Also nicht die Krallen, die Axt, meine ich. Ist eine gute. Gute Arbeit. Habt ihr das gemacht? Ist bei uns in der Schmiede entstanden. Das ist euer Gesellenstück. Leider nicht. Ist ein gutes Stück. Ja. Ja, kann ich euch beschichten. Regeltechnisch wäre das dann praktisch, dass sie wirklich immer sauber bleibt. Du brauchst die eigentlich nicht groß zu pflegen. Ja. Das Blut perlt ab und man sieht nicht, dass er jemanden jemals... Ich wollte sagen, ist das nicht für deinen Ruf eher schädlich? Jedes Mal nach dem Kampf werden alle sagen... Nein, er hat die perfekt polierte Waffe. Ja, das heißt, dass er nicht mitgekämpft hat. Aber es lässt die Schönheit meiner Zwergenskraja ja noch mehr erstrahlen. Das ist richtig, wenn er mehr Wert auf Schmiedekunst legt, das ist natürlich gut, dann sieht man es besser. Das Blut perlt ja nicht von mir ab. Ja, nur von der Axt. Ich kann euch auch beschichten, wenn ihr wollt. Auch wenn man uns Zwergen nachsagt, dass wir hart sind wie Stahl, beschichten könnt ihr uns dann doch nicht. Und wenn er das erste Mal versucht, dann sich doch einmal zu waschen... Merkt ihr die ganzen Nachteile, die das mit sich bringt? Ja. Dafür glänzt dein Licht. Ja. Nee, das überlasse ich den Vampiren. Diversen Filmen und Serien. Ich lasse ihm die Axt da. Okay. Und dann kehrst du zu der anderen zurück. Und dann haben wir unsere Elisha noch, die auch zu ihrer Familie ja jetzt zurückkehrt oder zu ihrer Mutter. Und die Mutter fängt dich sehr freudig. Ist sie auch vor Ort in Elborum? Die ist in Elborum, ja. Aha. Die lebt in Elborum, ja. Also ihr seid jetzt auch alle so erstmal wahrscheinlich eingeladen von Elisha da, zumindest in den Dienstbotenquartieren zu nächtigen. Ja. Und ja. Der Elisha gemeinte darf sogar in den Gästezimmer da stehen. Wenn er möchte. Also ich habe gehört, dass du deine Aufgabe vortrefflich erledigt hast, trotz kleinerer Schwierigkeiten. Mutter, dieser junge Mann war wirklich kaum zu bändigen. Es hätte nicht viel gefehlt und ich hätte meine Krallen ausgefahren.
Glaubst du, das wusste ich nicht? Ich wusste, das ist schwieriger, als es sich anhört. Aber ich wollte sehen, wie du dich bewährst, wenn es nicht so einfach ist. Du durchhältst und dranbleibst oder aufgibst. Habe durchgehalten, würde ich sagen. Und du scheinst sogar dein übliches Temperament einigermaßen im Zaum gehalten zu haben, denn der junge Mann lebt noch. War nicht leicht, aber ja. Etwas gezittert hat er, ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber er lebt noch. Ein wenig Angst und Schrecken schadet ja nie, wenn man dann zur Besinnung kommt. Also, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr stolz auf euch und trotzdem würde ich euch bitten, in einigen Tagen nochmal nach Zorgan zurückzukehren. Ich möchte euch bitten, dass ihr dort auch die Mondsilbersultana kennenlernt in Zorgan, die dort residiert, Sibia. Ich denke, es ist wichtig für euch, früh Kontakte zu knüpfen, wenn ihr später auch in die Politik einsteigen möchtet. In Ordnung, Mutter, wie ihr wünscht. Aber erstmal, seid einige Tage, ihr erholt euch von den Strapazen der Reise und ja, ich weiß nicht, ob ihr noch eure Diener auszahlen müsst, die Tochter, die ihr hier mitgebracht habt oder Ach, wer diese Person sind. Ich glaube, ein Raya-Geweihter war dabei, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, unter anderem. Unter anderem, nun denn, ich bin sicher, das könnt ihr selbst regeln. Ja. Aber ich danke euch auf jeden Fall, Leisha, dass ihr euch nicht nur als meine Tochter bewährt habt, sondern auch als diejenige, zu der ich euch machen möchte. Vielen Dank, dass ihr mir diese wichtige Aufgabe zugetragen. Und ja, mit einem guten Gefühl verlässt du deine Mutter wieder und zum ersten Mal in deinem Leben hast du so das Gefühl, dass da eine gewisse Anerkennung durchaus rübergekommen ist, die du sonst nie so gekriegt hast. Schön. Ja, und jetzt wären wir an dem Punkt, wo, wenn keiner mehr noch was Bestimmtes machen möchte, hat. Okay. Na, wir sind ja jetzt noch da untergebracht, wahrscheinlich, wo Elisha ist, weil die Bezahlung, die steht ja noch aus. Abgeliefert haben wir ihn, mehr stand ja nicht wenn aus. Wenn ihr bezahlt wurde wir. Ach so, wurden wir schon. Ja. Aber ich brauche auf jeden Fall mit Rajit sowieso, er muss mir noch ganz genau das mit Mustafa, Mufala, Mubaba und Helmchen. Also ihr dürft euch wieder 5 Dukaten dürft euch alle gut schreiben. Und also 5, aber sind, also wir haben 4 Tage gereist. Wir waren jetzt ja EP-Nutzer unterwegs. Ja, wir haben es großzügig aufgerundet. Okay, weil ich wollte wissen, ob ich da nochmal regenerieren kann. KAP sind ja, wachsen ja nicht auf Bäumen. Vor allen Dingen die nicht. Ja. Oh. Schön. Vielen Dank fürs Leiten. Einmal Master loben, bitte. Vielen Dank fürs Spielen. Marcel loben. Klasse heute. Darf mich nicht so viel loben, sonst gewöhne ich mich daran. Das ist und dann können wir das entziehen und dadurch Druck ausüben. Weißt du, dann ist es halt so. Entweder bekommen wir jetzt 7 Streich und entsprechende Artefakte für alle anderen oder wir loben dich nicht mehr. Kannst du dir jetzt überlegen. So. Bis dahin, wir sehen uns auf jeden Fall noch am Mittwoch. Danke nochmal fürs Meistern. Danke euch fürs Spielen und für den schönen Abend. Und wie gesagt, lasst ein Follow da, guckt beim Discord vorbei, lasst bei YouTube Daumen nach oben, einen Kommentar. Und genau, wir sehen uns. Guten Abend, gute Nacht, guten Morgen, wann auch immer ihr das nachgeschaut habt. Tschüssi!
Aber mega cool, Rajit, als der ehrenhafte, starke. Ich hatte mich eigentlich schon auf einen Zweikampf gefreut, tatsächlich. Rajit hätte ich auch beinahe getötet. Ja, dann hättest du ihn aktiv fordern müssen oder so. Ja, aber Rajit möchte, also Rajit kann kämpfen. Und er kämpft in gewissem Sinne auch gerne, aber er würde niemals einen Kampf forcieren. Also er wird jeden Kampf annehmen, aber er wird keinen Kampf von sich aus erzwingen oder suchen. Aber vielleicht bekommst du den ja noch. Naja, er folgt dir ja. Er ist ein fähiger Fährtenleser und Jäger. Und er fühlt sich seiner Ehre beraubt, jetzt mehr denn je. Das Schöne ist, wir kommen ihm ja auch entgegen, ne? Also kein Problem auf halber Strecke. Sieht sich immer zweimal. Nein, aber erst spricht Rajit ihm die Ehre ab. Da brauche ich jetzt. Fühlt er sich, dass er keine Ehre hat. Ja. Und dann nimmt er es ihm nochmal weg, indem er ihm vom Augen führt: ah, habe ich dich hintergangen? Ist mir doch egal. Tschüss. Ich glaube, du wärst auch ein guter auronischer Diener. Das ist, glaube ich, so. Was haltet ihr von einer Schiffsreise? Dreimal. Nichts, gar Leben. Nichts. Finde ich gut. Ich mag Reisen. Was habe ich dreimal? Dreimal gedemütigt in kurzer Zeit hintereinander. Bei Auronien wärst du sehr beliebt gewesen. Ja, aber er hat einen wehrlosen Mann gefangen genommen und entführt. Da hat Rajit nicht so viele Hemmungen. Dank Rajit steigen wir jetzt in die Phileas und sagen im Aranien ein, weil er jetzt weiter Aranien halber umschiffen zu müssen. Ich glaube auch Rajit steht näher als Rondra. Ja, jetzt bräuchte ich nur noch irgendwoher mal ein Meistership her, damit ich den Muschuf zum blödestmöglichen Zeitpunkt auftauchen lassen kann. Ja, ihr Lieben, wirklich keiner jetzt noch on top braucht. Ihr könnt eure Punkte nehmen und sie natürlich der Gruppe spenden, wobei die Gruppe noch zwei davon hat. Wir also setzen sie natürlich genug. Auch gerne ein. Mehr als genug. Also heute haben unsere Chips tatsächlich geholfen, aber ihr dürft auch, wenn ihr es spannender oder weiß das ich, einfach mal gemeiner. Krippeliger gemeiner machen wollt, dürft ihr den Chip dem Meister spenden, denn wir haben uns darauf geeinigt, dass der Meister den Chip immer einsetzt, um eine vielleicht doofe Situation irgendwie noch schräger zu machen oder irgendwie. Ja, wie war das? Wenn wir ohnehin über eine Brücke rennen. Genau, ich wiederhole keine Würfe damit, sondern ich baue praktisch noch. Eine Schwierigkeit ein, inhaltliche Art und Weise. Ja? Genau. In eine vielleicht eh schon prekäre Situation wird das nochmal geboostet, ja, auf kreative Art und Weise. Das ist der Boost für die Kreativität und die Schwierigkeit. Umso mehr brauchen wir dann natürlich an Gruppenchips, damit wir das irgendwie wieder ausgleichen können. Sein Vorrat ist ja leider leer. Schreibt gerade, wie groß ist denn sein Vorrat? Leer ist er. Und Spielleiterwillkür wäre es ja nur, wenn ich es machen würde, ohne einen Meisterschicksalspunkt. Ja? Aber wenn ich einen hätte. Außerdem haben wir ja auch noch die Chance, so ist es ja nicht. Das wäre ja sanktionierte Spielleiterwillkür. Wie geil ist das? Ist ja nicht so, dass du uns chancenlos dann zurücklässt. Nein. Die Situation spitzt sich vielleicht nur zu. Oh. Ja. Genau. Na, den Meisterchip hat tatsächlich im vorletzten Spiel hattest du das bei den Theaterrittern reingesetzt, ne? Ja. Genau. Der ist also. Da ist eigentlich die einzige Fluchttreppe dann unter dem Feuer zusammengebrochen. Und ja, damit musst du aus dem Fenster irgendwie raus und runterspringen. Ging noch von der Gemeinde. Ja, genau. Da war ja was. Richtig. Ja. Shiva, komm jetzt nicht auf blöde Ideen. Ich fände es schon fair. Ja, ihr dürft ja auch die Leute hier nicht hier praktisch immer behandeln wie kleine Kinder. Die können sich schon selber entscheiden, wem sie das geben wollen. Ja. Ich möchte nur mal anmerken, Marcel, ich habe dir neulich auch so einen Chip gespendet. Ne? Also, wenn es mal wieder mies läuft, denk an mich. Ja, du hast einen gut, deswegen irgendwie, ja. Ja, das ist richtig. Im Moment hat der Marcel aber keinen Chip. Nee, Moment, gar nicht. Eingesetzt. Er hat bisher nur Bassis gehabt. Ja. Ja. Das ist das eigentlich, also Tronde hintergeht seine Gruppe. Verstehe ich das richtig? Nein, da musst du trennen, Spieler und Figur. Wo kommen wir denn hin, wenn wir Handlung von Spielenden und von Figuren trennen? Ich bin ja auch, wenn ich nicht Meister bin, eigentlich ganz nett. Eigentlich. Weiß ja nicht. Ist man denn nicht Meister? Relativ nett.
Also ich hoffe, das ist ein Vollzeitjob. Nicht so sehr, ja, aber ein bisschen besser ist es. Er lacht nicht. Ja. Aber ich finde, wir haben unser Abenteuer gut. Ja. Wir haben ihn abgeliefert. Es hätte auch anders gehen können. Leisha hätte ihm auch den Kopf abhacken. Ja? In den Verkinas zu überlassen wäre auch nicht schlecht gewesen. Ich bin gut, dass Leisha keine Flüche dabei hat, weil sie kann nicht mehr verfluchen. Eine Hexe ohne Flüche. Gut. Gute Torte. Ja, ach. Vierhörer freut sich. Es gibt eine schöne, gute Geschichte. Es gibt Kost und Logis. Was zu essen, was zu trinken. Ja, was will man mehr? Fand ich auch richtig gut in den Vortrag in der Taverne. Muss ich loben. Also war cool. Ja, war schön wieder. Ja, mit jeder Geschichte gibt es natürlich Kost und Logis frei, ne? In jedem Gasthaus. Punkt. So. Da ja bisher immer Elijahs Mutter gezahlt hat, die Arme. Die war das jetzt egal. Aber für die Fackeln haben wir nichts bezahlt. Du bräuchtest eigentlich dieses, da gibt es doch so einen Vorteil, Lebensstandard oder sowas. Wie heißt der, wo du... Einkommen. Einkommen. Das bräuchtest du eigentlich, ja. Dass das eigentlich offiziell abgedeckt wäre. Ja, mit der Geschichte. Aber ich hab ja den Vorteil, dass ich von meinen Geschichten leben kann, also mehr, damit mein Geld verdienen kann. Okay, ja, dann kann man das auch so. Das habe ich ja als Vorteil genommen, dass ich damit zumindest Geld als Sonderfertigkeit habe. Okay. Dann sag mal, Vorteil, jetzt, dass du jetzt auf eigenen Beinen zu spielen lernen musst. Und dann habt ihr ja auch im Prinzip Kost und Logis durch eure Bardin oder eure Geschichtenerzählerin, genauer gesagt, Kost. Im Notfall springt Elijahs Mama hoffentlich immer noch rein. Ja, da musst du aber jetzt deine Performance eher wie in dem Wegehotel machen und nicht wie in Zorgan. Das war nix. Ja. Kann ja nicht immer gut laufen. Es war eher so, wie wenn ein Zwerg ein Fenster vernageln würde. Hat ja auch nichts gebracht, das vernagelte Fenster. Haben die sich schön ausgetauscht da drin? Ja. Ja, cool. So. Was sagt ihr? Ja, war gut. Bin mal gespannt, wie es dann in Schleiertanz richtig losgeht. Ja, wieso? Das war jetzt unsere Kampagne in Aranien. Ich habe gesagt, pünktlich vom Urlaub fertig geworden, yes. Ich habe gesagt, es ist eine kurze Kampagne. Ja. Ihr habt das halt jetzt zu schnell gelöst. Jetzt hätten wir noch 10 Abende bei den Verkinas irgendwie. In 3 Wochen geht's dann auf den Zyklopeninseln weiter. Ja. Mit 9 Charakteren. Also, ja, jeden Monat 2 neue Runden. Das ist eine neue. Nee. Da muss ich meinen Job kündigen. Nicht, dass die Leute jetzt alle hier die Abos streichen und so. Nee, das fängt erst an. Ja. Ist jetzt immer noch vorgeplant. Ja, aber apropos Zuschauer, wir haben heute Jack Chrome hat sich angeschlossen. Dankeschön für dein Follow und Country Member hat sich uns heute auch angeschlossen. Auch dir, Dankeschön für den Follow. Ja, und ansonsten an der Stelle würde ich sagen, da wir ja einen runden Abschluss haben, machen wir jetzt hier auch ein rundes Ende. Ja, wenn ihr das bei YouTube gesehen habt, dann immer Daumen nach oben und unterstützt unseren lieben Orgrim auch mal mit einem Kommentar. Ich glaube, da würden wir uns freuen. Orgrim, dir Dankeschön für jeden einzelnen Kommentar von dir. Sehr fleißig. Vielen, vielen Dank. Und ja, lasst ein Follow da. Wir sind jetzt 2 Wochen erstmal nicht da. Hier ist Stille leise. Wir sind im Urlaub. Genau, also Basti und ich. Der Rest glaube ich nicht, ne? Wir nehmen euch nicht mit. Und jeden Spielabend ist jetzt einer mehr gewandet wahrscheinlich, oder? Immer bauen wir jetzt auf. Erstmal hatten wir jetzt haben wir 2 und dann nächstes Mal sind es vielleicht schon 3. Mal schauen. Gucken wir mal. Jedenfalls
genau, es geht hier, obwohl, das stimmt ja gar nicht. Ach, was erzähl ich für einen Quatsch, wir haben ja Montag und ich bin schon im Urlaub, dabei fängt der erst Freitag an. Nein, wir sind Mittwoch nochmal live hier, aber nicht mit DSA 5, sondern mit einer kleinen putzigen Vampirrunde, die hoffentlich endlich mal den Ernst ihrer Lage irgendwann begreifen wird, denn letzte Runde haben die alles gemacht. Ich glaube, klein und putzig sind nicht die Worte, die ich nutzen würde. Nee, ich wollte vielleicht auch ein paar andere Leute locken. Nach der letzten Vampirrunde. Nein, nein. Also der Ernst des Lebens, der wird die doch noch überrollen. Auf jeden Fall, Mittwoch geht's bei den Vampiren weiter. Auch nochmal eine Runde vor dem Urlaub. Danach ist 2 Wochen schottendicht, Stille. Aber bei YouTube kommt vielleicht ein bisschen was online, wenn ich bis dahin was vorgeschnitten habe. Das habt ihr jetzt nicht gehört. Ja, und am 17. geht es dann hier auf jeden Fall in Aranien weiter mit unserem Tanz und Schleier und Krallen und mächtigen Raja-Kriegern und Zwergen, die sich mit Automatenteilen beschäftigen. Oder wird er doch Beschichter? Ja. Das weiß er jetzt noch nicht, ne? Aber da muss man eher Alchemist sein, fürchte ich. Wurde ihm eine Umschulung aufgetragen? Oder wie kommt's? Als Schmied verdient er nicht genug. Mach mal eine Umschulung in Aranien. Er kommt wieder nach Hause und sagt, Leute, ich muss euch was gestehen, ich bin jetzt Beschichter. Oder ich mache jetzt auf Automaten. Und die gucken oh Gott. An. Ich glaube, das kommt nicht so gut an. Wo haben wir den Junge hingeschickt? Ja, weil konsequent wäre ja, wenn er anfängt, Fenster zu bauen, die man vernünftig vernageln kann. Weil das die menschlichen Fenster gehen ja mal gar nicht. Ja. Die sind einfach minderwertig gebaut, also. Da kann man ja keinen vernünftigen Nagel reintreiben, wenn die so gebaut sind. Ja, also das Holz ist einfach schlecht verarbeitet, gegen die Maserung gesägt oder so. Ja, oder die haben wahrscheinlich so eine Stahlplatte reingebaut, deswegen wurde ein Nagel, den du eigentlich diagonal durchhauen wolltest, wurde halt dann abgelenkt. Wahrscheinlich. Und die waren das ist ja nicht zu erklären. Ja. Vielleicht hatte ich auch einen menschlichen Nagel, der ist einfach schnell verbogen. Wenn er nicht so hart war wie Zwergenstahl. Das könnte es auch. Das könnte es auch sein. Wahrscheinlich war es das. Du meinst ein zwergisches Fenster, wo du hast einen menschlichen Nagel benutzt, das war der Fehler. Oder einfach beides menschlich. Beides. Ja, aber da müsst ihr ja gehen. Ach so, menschliches Fenster mit menschlichen Nägeln. Würde ich jetzt nicht sagen. Aber mit einem Zwergenhammer. Ja. Ja, aber man sagt ja, Versagen ist menschlich oder so ähnlich. Genau. Ich wette, die Nägel waren einfach zu weich. Ich meine, mit einem Zwergenhammer einmal drauf und die werden. Die sind einfach so krumm ins Holz rein, das hast du gar nicht gesehen. Aber es wäre auch schändlich, einen echten guten zwergischen Nagel für ein menschliches Fenster zu verbrauchen. Deswegen musstest du ja menschliche Nägel nehmen, hast du gehofft, dass sie zumindest ein Minimum an Qualität liefern. Aber so war es nicht. Also deswegen... der Nagelmacher ist schuld. Ja. Der Schmied also. Also Torgrim verlässt die Gruppe, weil er neue Nägel aus seiner Zwergenmenge braucht und nicht mit den menschlichen Nägeln hier klarkommt. Ja, nicht nur die Nägel. Arcanium-Nägel. Und was hast du aus der Kampagne mitgenommen? Ach, Kanium-Nägel. Was die nicht zunageln, gibt's nicht. Er muss noch eine Nagelpistole bauen, dann ist es plötzlich sehr gefährlich für Dämonen. Boah. Da kommt das Thema Automaten wieder ins Spiel. Oh nein. Ich hätte jetzt eher an eine Balestra gedacht, mit dem Nägel verschießt, aber okay. Aber Arcanium macht doch magischen Schaden, oder? Wie war das? Ich weiß jetzt gerade nicht. Ist ein Bolzen nicht im Endeffekt ein großer Nagel? Im Prinzip schon. Das ist eine Philosophiefrage. Lass dir doch so eine Automatenpistole zum Nageln bauen von diesem Automatenbauer. Ja, er hatte Dings gerade. Ach so, okay. Ja, ja. Plus zwei Trefferpunkte gegen magische Wesen. Waffe wird magisch. Okay. Ist es dann nicht eher antimagisch? Oder? Ja, aber es ist ein magisches Metall, deswegen verwundet es Wesen, die magisch sind, weil die nur von magischen Waffen regulären Schaden erhalten. Okay. Ja. Es ist eher, weil es auch quasi auf ihrer Existenzebene vollständig existiert, während profane Waffen halt da gibt es nur eine. Für alle wegen dem Aussehtrag. Man hört das.
Hast du gerade einen Navi angemacht? Hörte sich so. Während profane Waffen halt quasi nicht auf allen Existenzebenen etwas gegen magische Wesen anrichten können. Elisha sucht sich schon mal einen neuen Weg raus. Und ihr habt halt so ein großes Anwesen bei euch zu Hause, dass ihr da einen Navi braucht. Alexa, bringe mich bitte ins Schlafzimmer. Im Westflügel, dann nach der dritten Tür links abbiegen, bitte. Voraussichtliche Wegzeit 5 Minuten. Solange kein Atter dazwischen kommt. Die Hunde. Ich fürchte, es wird übrigens bei meiner Verarbeitung, beim Verarbeitungswunsch von Arcanium bleiben. Der Preis für einen Barren, also für einen Stein, gewichtsmäßig schon 2000 Dukaten. Ja, müssen wir viel Geld verdienen jetzt unterwegs. Naja, ja. Wir Zwerge haben es ja. Ja. Ich meine, 2000 Dukaten könnte man auch ausdrücken in 400 Mohalas überbringen. Ja. Ja. Naja, wir waren vorhin ja bei 300 Rindern, ne? Also. Ja, wir hatten das ja gesagt, ein Rind kostet wie viel? Wie viel hast du gesagt, wie viele Dukaten wolltest du für ein Rind? War das 3? Ein Rind war 75. Okay, so, das heißt... Bei 300 Rindern? Ja, aber du musst ja Massenrabatt geben. Also rechnen wir mal 50 in der Masse pro Rind. Das heißt, für deine 2000 brauchst du gerade mal 40 Rinder. Ja, dann ist es Mohalla nur mit seinen 240 Rindern alt. Das klingt auch realistischer, wenn du 243 Rinder hast und nicht 300. 300 klingt doch schon ausgedacht. 243 klingt einfach real. Niemand denkt sich 243 aus. Ja, außer du hast wirklich so eine Maßeinheit, die du erst noch bildest, weißt du, dann sagst du, okay, wir eichen das jetzt auf Mohalla Rinder, ja, und dann sagst du, 200 Rinder ist ein Mohalla. Ah, okay. Das ist so wie du ja auch sagst, ein Pfund ist so viel Kilo, weißt du, so, ja. Du eichst das, das ist der Ursprung der Gewichtsart. Ja, aber es muss trotzdem dann 243 sein. Dann hast du einen Mohalla. Das ist ein Mohalla. Okay. Siehst du, dann haben wir auch schon sein Arcanium für den Thorgrim drin, wenn wir die Rinde abzwacken. Bei Mohallas kannst du schwer teilen. Also mit so einem Kundenschirmer ist das gar nicht so schwer. Also du kannst ihn teilen, aber ob dann der Wert zunimmt oder abnimmt, das ist Interpretation. Definitiv ab. Aber das ist ja auch Sinn der Sache, oder? Wenn wir jetzt teilen wollen. Na gut. So, an der Stelle werden wir uns trotzdem verabschieden. Wie gesagt, Mittwoch geht's bei den Vampiren weiter. Orgrim, ja, letzte Runde war irgendwie crazy. Die war sehr durcheinander. Ich glaube, da waren alle noch ein bisschen durch den Wind vom Anschlag. Ich meine, bitte, 12 Sonderattentäter, die da das Feuer eröffnen vom Dach. Also, da ist man halt durch den Wind. Sonderattentäter, der hältst dann also. Sondereinsatzkommando. Ne? Ja, auf jeden Fall geht's Mittwoch weiter und dann ist Pause und dann geht's am, was hatte ich gesagt, 17. oder so? Ja, am 17. Ja. Wie gewohnt, 20 Uhr mehr oder weniger, wenn es keine technischen Probleme gibt. Wenn es nur eine Kleinigkeit wäre, wäre es ja kein Ding, würde ich den Stream ja starten und könnte machen. Ich kann ja meine technischen Probleme in einem Hintergrund lösen. Aber wenn so gar nichts funktioniert und ich will und ich den Rechner vielleicht noch neu starten muss, ist das halt ungünstig. Aber wir sind ja noch mehr oder weniger in der Zeit geblieben und jetzt haben wir ein bisschen die halbe Stunde verlabert. Die schneide ich auch raus bei YouTube oder so. Oder auch nicht. Ich habe mir vorgenommen, gar nicht mehr zu schneiden. Eigentlich nur Anfang und Ende zu cutten. Ja, du kannst ja die besten Stellen als Shorts raus. Nein! In 3 Jahren vielleicht! Ich muss mir mit den Geschichten irgend noch einen Cutter für sowas erschleichen, ey. Also, wenn ihr hochmotiviert habt, für Ruhm und Ehre und ohne Geld zu arbeiten, meldet euch jetzt bei Judicals. Auf ihrem Discord oder ihrem Twitter. Ihr kriegt das Video roh, direkt an dem Tag. Könntest auch Nono, dann könnt ihr damit. Wir schaffen es irgendwie auch, dass ihr den Streamtag vorher gucken könnt. Ja, das ist wie beim Collectors Club. Man kriegt es früher. Ja. Cool. Genau.
Ihr habt es dann früher. Ihr kriegt den Stream als PDF. Ja. Das Frame als eine Seite. Hey! Es gibt Feodoras Geschichte auf jeden Fall früher. Vielleicht dann oder so. So. Bis dahin.